Wiesbaden gab es am vergangenen Wochenende und auch in der Woche zuvor endlich mal wieder zu hören. Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 28 vom 19. August 2018. Mein Name ist Gunter Schmid und natürlich wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und auch wie gewohnt mit am Start Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer. So, seid ihr immer noch ganz aufgekratzt über den tollen Pokalerfolg vom vergangenen Freitag? Und wie? Und wie? Die Begeisterung strömt gerade aus dir heraus. Nicht so? Ach doch, war schon ganz schön. War schon ganz schön. Ja, den Pokal habe ich persönlich ja schon längst durchgespielt, aber doch. Ja, ich bade noch ein wenig in Adrenalin. Naja, es lässt nach, aber ich bin schon noch einigermaßen euphorisiert. Also es war schon ziemlich cool. Da sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Ansonsten haben wir natürlich noch die beiden letzten Ligaspiele, die uns nicht ganz so euphorisiert haben. Blicken natürlich voraus, schauen uns an, was sonst noch so rund um den SVW in Wiesbaden los ist. Und ein, zwei kleinere News gibt es auch noch. Dann legen wir mal los, wie üblich, mit Sonjas Berichten, auf die ja alle warten. Wo warst du wieder unterwegs, Sonja? Dieses Mal gibt es tatsächlich auch wieder Berichte. Ja, also bitteschön. Nicht so wie beim letzten Mal. Dieses Mal war ich wieder unterwegs. Zwei Heimspiele vom SVW in Wiesbaden, die wir ja gleich noch besprechen. Aber auch sonst, ich habe mir tatsächlich den Supercup live angetan in Frankfurt. Den Supercup? Ja, es war auch so ein bisschen, ich wusste nicht, was soll ich von diesem Supercup halten. So, da nimmt jetzt die Eintracht ja auch normalerweise nicht dran teil. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich den sonst gucke. Das ist wahrscheinlich sowas, was ich so aus Langeweile so nebenbei laufen lasse im Fernsehen, während ich eigentlich was ganz anderes mache. Ketzer würden sagen, sie haben diesmal auch nicht teilgenommen. Ja, gut, leider theoretisch schon. Ja, wie war's? Ja, also im Nachhinein muss ich sagen, völlig überflüssiger Wettbewerb. Wie war die Stimmung im Stadion? Naja, ich glaube, das kam auch, wenn es irgendwer geguckt hat, kam das auch rüber. Ich glaube, dass beide Fanseiten ja auch überhaupt die Ultras gar nicht dabei hatten. Also das wisst ihr vielleicht aus Bayern-Sicht. Also ich habe es nur von der Eintracht halt gemerkt. Da kam dann halt eigentlich gar nichts so. Gerade nachdem es dann 0-2, glaube ich, stand, da wurde es dann komplett ruhig. Ich hatte das tatsächlich im Vorfeld nicht gehört, dass da die Ultras entweder nicht da sind oder nicht supporten oder warum auch immer. Das hatte ich vorher nicht gewusst. Und dann anfangs war es ja noch ganz, also ich habe es im Fernsehen geschaut und dann anfangs war es ja noch ganz, ganz munter. Und dann war es dann relativ schnell ziemlich still und da dachte ich, na sowas, so kennt man die Frankfurter doch nicht, aber okay. Aber das waren auch vorher nicht die Ultras, also das war vorher noch so die Euphorie, noch, die noch so mitkam, rüberkam halt vom Pokalsieg und war ja dann schnell alles vorbei. Das ist dann der vielbeschworene, spielverlaufsabhängige Support dann gewesen. Ja, gegen den ich ja eigentlich nichts habe, aber das war schon richtig komisch, weil es wirklich dann mit, ich meine, das Ding war ja natürlich dann auch ausverkauft und dann 50.000 im Stadion und man hätte fast die Stecknadel dann auch fallen hören können. Ja, ich glaube, die Bayern hat man schon ein bisschen gehört. Man könnte auch sagen, man hätte Arjen Robben fallen hören können. Oh. Aber also, es war einfach dann doch ziemlich langweilig, gut vom Spiel, da war ja dann auch nicht viel zu wollen, also das war ja auch sehr schnell dann klar. Ja. Sollen wir noch über das Transparent vor der Frankfurter Fernkurve reden? Der Erfolg gibt uns recht. Nee, beste Mannschaft Deutschlands stand da. Sag ich ja, der Erfolg gibt uns recht. Ja, das hat mir bei mir schon für ein wenig Stirnrunzel gesorgt. Also ich meine so ein bisschen Selbstüberhöhung oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Ironie, glaube ich, war das nicht. Ne? Aber das fand ich dann schon lustig. Also. Aber gut. Will ich jetzt auch nicht drauf rumhacken. Wenn man die Chance dazu hat, dann macht man das auch mal. Ja. Man sieht ja, wie schnell es dann auch wieder dahin geht. ja, okay. Gut. Also ich finde, das könnten wir in Wiesbaden uns eigentlich auch mal vor die Kurve hängen. Einfach so aus Spaß. Ja, oder Ex-Weltpokalsieger, Besieger oder sowas. Ja, so lang ist die Kurve nicht. Och, naja, wenn man einmal über die ganze Nordtribüne, das geht schon. Schriftgröße 23 oder so. Ja, muss man schon in HD dann irgendwie aufnehmen und ranzoomen, damit man es noch erkennt. Okay. Ja, schon eine Panoramaaufnahme mit dem iPhone machen. Jawohl. Was hast du denn sonst noch gesehen? Ja, dann habe ich den
sozusagen ligafreie Wochenende dann gestern noch genutzt und bin bis runter in die Regionalliga West und habe mir da den Aufsteiger TV Herkenrath angeguckt, bei dem ich noch nicht war. Die spielen in Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach, das ist ja da auch schon nicht so weit von Köln weg, ne? Liege ich da richtig? Genau. Ja, da liegst du vollkommen richtig. Okay. Und die haben gegen den Bonner SC gespielt, also es war ein normales Ligaspiel. Es ist ja so, dass fast ein Derby. Regional- da ist ziemlich viel fast ein Derby. Ja. Aber es ist ja so, dass in der Regionalliga viele Regionalligisten oder einige zumindest haben ja an der ersten Runde DFB-Pokal teilgenommen und der Rest hat aber dann ganz normal Liga gespielt, soweit es möglich war, soweit beide Vereine halt verfügbar waren sozusagen. Deswegen war das ein ganz normales Ligaspiel. War auch sehr munter, also ist am Ende 3-3 ausgegangen. Es war so, dass Herkenrath halt, wie gesagt, der Aufsteiger 1-0 in Führung gegangen, dann haben sie sich 3 gefangen und dann haben sie es aber doch noch geschafft, das Ding auszugleichen. Okay. Und ganz schickes Ding. Bergisch Gladbach, was ist das für ein Stadion? Jetzt irgendwas Erwähnenswertes? Das ist relativ groß, keine Ahnung. Das hat wahrscheinlich auch irgendeine Historie, die ich wieder nicht nachgeschlagen habe, aber es ist relativ groß. Höchstwahrscheinlich findet da auch irgendwie so Leichtathletikkram statt, wenn ich mir das so als Stadion angucke. Hat halt eine Tribüne und dann so halt die anderen drei Seiten halt offen zum Stehen oder wenn wir jetzt 700 Zuschauer da sind, auch da zum Sitzen. Okay. Und neben mir waren so Bonner Rentner, die dann irgendwie doch auch im neutralen Bereich waren und dann wurde irgendwie durchgesagt, so ja, 700 noch was Zuschauer und dann stupste mich dieser Rentner an und meinte so, yeah, wenn ihr nächste Woche Rot-Weiß essen kommt, dann habt ihr auch ein bisschen mehr. Ich dachte, das ist so, ja, gut, sind jetzt nicht meine Zuschauer, aber wenn er meint, ne? Okay. Also, da passt deutlich mehr rein, als dann da war. Mhm. Okay. Und dann habe ich den Heimweg ausgenutzt sozusagen und bin in Siegen vorbeigefahren. Das war jetzt kein neuer Ground für mich, aber es lag jetzt so, das war halt so ein kleiner Schlenker einfach nur. Und da hat der HSV gespielt. Und das war wiederum der DFB-Pokal gegen TuS Erntebrück. Mhm. Genau, das hatte ich mitbekommen, dass die spielen. Gab es da jetzt noch Karten? War das nicht ausverkauft? Oder hast du das vorher schon besorgt? Ich hatte vorher mal so lose geguckt und da stand, ja gut, das ist halt auch nur eine Tribüne, also eine Haupttribüne, der Rest ist auch alles offen. Und da stand dann, ja, gibt Tageskasse, gibt Stehplatzkarten noch und da dachte ich, ich fahre da einfach mal vorbei und guck und wollte eigentlich schon wieder abdrehen, als ich da mit dem Auto hingefahren bin und die Ordner schoben so alle Autos, die kamen so alle in eine Richtung, das sah ja erstmal vielversprechend aus und dann kam so ein Ordner, der dann der Endgegner war und meinte, ja, nee, hier kommen sie aber nicht durch, nur mit was weiß ich was für einem Sonderausweis. Und dann mussten da reihenweise alle wieder abdrehen. Und es hieß, ja, aber einen offiziellen Parkplatz oder so haben wir jetzt nicht, müssen sie halt gucken. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da heute jemand kommt. Ja, also so, wir haben nur gesagt, sie sollen nicht mit dem Auto kommen, so ungefähr. Mhm. Dann, gut, dachte ich, komm, kannst du auch irgendwie wieder heimfahren. Aber bin ich diese Straße runter vom Stadion und habe dann da wirklich am Rand halt, dass mal so ein paar hundert Meter wieder hochlaufen musste, habe ich dann noch was gefunden, weil ich auch relativ früh da war. Einfach, es war noch eine gute Stunde bis Anpfiff. Und dann bin ich da halt wieder den Berg hochgekraxelt und hatte dann auch das Glück, dass ich, bevor ich überhaupt zum Tickethäuschen kam, hat mir da irgendwer seine übrige Karte noch vertickt. Meinte, ja gut, die haben wir jetzt halt übrig und die verfällt sonst, wo wir jetzt reingehen. Und der hat mir die einfach für einen Fünfer halt überlassen. Ja, du hast ja noch einen Schnapp gemacht. Ja, also alles wunderbar. Und das war dann, theoretisch war das halt die Kurve der Erntebrück-Fans, von denen es ja nicht so viele gibt, aber gegenüber vom Gästeblock. Aber es war dann auch komplett durchmischt. Also da standen mindestens genauso viele Hamburger dann auch wie neutrale Einheimische, was auch immer. Wo spielt Erntebrück? In welcher Liga? Die sind wieder abgestiegen aus der Regionalliga. Die waren in der Regionalliga, ja. Haben die in den letzten Jahren schon mal irgendwie im DFB-Pokal teilgenommen? Den Namen habe ich schon mal gehört, meine ich. Die haben, die haben letztes Jahr erste Runde gegen die Eintracht gespielt. Ach, daher, okay. Und deswegen, da standen auch so ein paar neben mir, die da wohl auch letztes Jahr da waren und die dann ganz, ganz stolz waren. Also gegen die Eintracht haben sie 0-3 verloren damals, obwohl sie in Überzahl waren, so ziemlich das ganze Spiel.
Und das Spiel gegen den HSV jetzt ist 3-5 ausgegangen und die waren dann ganz stolz, boah, wir haben drei Tore geschossen, Oh. Letztes Jahr nicht mal eins geschossen und das in Überzahl und so. Ja, stand das nicht zwischenzeitlich sogar irgendwie 2-2 oder war da nicht irgendwas? Ich habe mal so reingeguckt in den Ticker oder halt so in die Zwischenstände. Ja, okay. Das war ein recht spannender Spielverlauf dann auch. Also erstmal stand es nach 10 Minuten, glaube ich, schon 2-0 für den HSV und da hat man auch gesehen, so die haben sich die Dinger fast alle selber reingelegt und haben da hinten echt üble Fehler gemacht. Also Erntebrück. Und HSV hat dann auch so ein paar Sachen danach noch liegen lassen. Dachte, ja komm, das geht jetzt sehr hoch aus und die Geschichte ist eigentlich schon durch. Dann hat aber Erntebrück auf einmal so kurz vor der Halbzeit haben so einen Angriff ganz gut zu Ende gemacht und zack, auf einmal dann 1-2. Dann haben sie kurz nach der Halbzeit einen Ausgleich gemacht. Mhm. Und dann wurde aber Lasogga eingewechselt. Ach stimmt, der hat einen Doppelpack gemacht, ne? Gleich direkt mit seinen zwei ersten Ballkontakten jeweils gleich Tor. Der hat direkt hintereinander zwei gemacht, dann sind sie noch einen wieder rangekommen, aber mit dem Abpfiff ist dann noch das fünfte gefallen. Okay. Es war sehr munter, also habe ich an einem Tag sehr viele Tore gesehen. Und das hat zeitlich offensichtlich gepasst, das andere war mittags und das andere dann, war das ein Abendspiel jetzt gestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das war 18:30. Genau. Ah, okay. Ja. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wo du sagst, dass die Eintracht da letztes Jahr gespielt hat, da hat doch der Basti vom Eintracht-Podcast hat auch da die Geschichte erzählt, wie sie dann da einfach irgendwo in der Hofeinfahrt bei irgendwelchen Leuten geparkt haben, geklingelt, gefragt, hier 20 Euro können wir da jetzt während des Spiels einfach mal bei euch parken, und die haben gesagt, ja okay, kein Problem, und da waren sie ja Probleme beim Parken los. Das, ich kann zumindest verstehen jetzt, wie es zu diesem Problem kam. Okay. Gut. Micha, warst du auch irgendwo bei irgendwelchen spektakulären Spielen? Ja. Aber nur in Wiesbaden. Nur in Wiesbaden, ja. Okay, das haben wir gemeinsam. Ich hätte mich jetzt nur gefragt, wann die Sonja das letzte Mal weniger als 5 Tore in einem Spiel gesehen hat. Ja. Stimmt. Ja, zumindest nicht. Einer hat Verlängerung gebraucht. Zumindest nicht an diesem Wochenende. Okay. Dann, aber jetzt neue Grounds hast du dann dadurch jetzt nicht, oder? Wenn du sagst. Ja, doch, der Bergisch Gladbach, Herkenrad. Okay, da warst du. Stimmt. Gut. Dann sprechen wir ein bisschen über den SVW in Wiesbaden. Nur zu. Wir waren zuletzt stehen geblieben. Zu Beginn der englischen Woche, da ging es mittwochs zu einem Auswärtsspiel nach Rostock und wie erwartet war der Gästemob sehr überschaubar. Ich glaube, es waren so 12 Leute oder irgendwas da. Was natürlich dann zur Ferienzeit mittwochabends auswärts in Rostock eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist. Oder Sonja, du warst auch schon öfter mal samstags, glaube ich, also, irgendwie in Rostock, ne? Genau, ich war einmal samstags da waren wir auch 12 Leute. Und das war, glaube ich, nicht Ferienzeit und wie gesagt, ein Samstag. Aber die haben auch irgendwie unsere Fans überhaupt nicht gezeigt im Fernsehen, oder? Habt ihr die einmal gesehen? Nee. Ja, was vielleicht ganz gut ist. Ich habe nur ich glaube, der Kommentator hat es einmal kurz erwähnt, aber diesmal zumindest nicht so ein Gewesen draus gemacht. Manchmal haben vielleicht sie das haben ja. Sie die auch gar nicht, vielleicht haben sie gar nicht gefunden, weil damals mit den 12 haben sie uns irgendwo mit auf die Haupttribüne gesetzt. Ach so, okay. Ja. Also ich glaube, es ist relativ egal, wann wir in Rostock spielen. Mit unserer Fankultur ist da generell wenig los und ich glaube, Ferienzeit wäre so, wenn überhaupt, sogar noch ein Plusargument für die Jungfans zu fahren, aber. Stimmt auch. Ja, von daher ist es, glaube ich, relativ egal. Ja, vielleicht mal, wenn es am zweiten Mal waren wir ein paar mehr. Also das heißt, es war jetzt auch nicht so bahnbrechend viel, aber da war schon noch mal so ein halber Bus mehr, weil es der letzte Spieltag war und weil es da für uns noch um was ging. Da ging es für uns noch um den vierten Platz, den wir dann auch erreicht haben. Ja, okay, haben sie uns auch den Gästeblock aufgemacht und so. Ja. Ja. Besser wird's nicht. Naja, vielleicht, falls wir am letzten Tag da die letzten Spieltag dort die Aufstiegschance haben oder sowas, dann schaffen wir vielleicht 2 Busse. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Reden wir kurz über das Spiel. Lass mich überlegen. Wir gingen in Führung, ne? Durch Andrist. Korrekt. Genau. Und dann schon gleich der Aufreger des Tages. Er hat nicht gejubelt. Er hat sich fast entschuldigt. Aber ich glaube, dass den Kommentar, den hebe ich mir noch auf für später. Genau. Er hat ja nicht nur
nicht gejubelt, sondern ja, das ist, also gut, aber ja, das Tor war ja eine Flanke und ein Kopfball, meine ich dann, ne? Mhm, genau, die Flanke kam von Lorch, so von, sagen wir, ungefähr vom linken Strafraumeck, und er hat da so aus relativ kurzer Distanz da eingenickt. Ja. Ja. Hat aber nicht lang. Genau, da waren wir endlich mal in Führung. Hat aber nicht lang gehalten. Dann kam der Ausgleich. War das schon Königs? Nee, der kam zum 2-1 dann erst, ne? Das war dieser Freistoß, der dann irgendwie am langen Pfosten eingeköpft wurde, wo Minzel den Mann aus den Augen gelassen hatte und Kolke auf der Linie klebt, ja. Rauskam. Ja. Am Ende haben sie sich beide dumm angeguckt oder die Arme gehoben. Das war natürlich dann sehr schlecht verteidigt, so insgesamt. Also Minzel hat ja da mal von Anfang an gespielt. Für Wachs, genau wie Schmidt, der ja da auch gespielt hat, und Schäffler war ja verletzt. Mhm, genau. Ja, dann hat ja Schmidt so einen bisschen zurückhängenden Stürmer gespielt, also das war zumindest in der Theorie ein bisschen defensiver. Genau, und Mrowca und Schwadorf waren ja wieder im Kader, die waren ja auch ausgeruht. Mhm. Und so hattest du zumindest ein paar frische Leute drin, und das war auch ganz gut. Also ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, ich denke, dass wir in Rostock verlieren, was wir ja letztlich auch getan haben, aber ich hatte nicht gedacht, dass es so dann doch, also ich fand die Leistung in Ordnung. Dafür, dass sie vorher nicht so gut gespielt hatten, hatten sie sich da, fand ich, gesteigert. Daher. Ja, also tatsächlich, spielerisch war es schon besser, aber halt saublöde Gegentore wieder. Wir haben gerade eben schon den Ausgleich angesprochen nach diesem Freistoß. Und dann, das war auch noch in der ersten Halbzeit, unser ehemaliger Spieler Marco Königs, der mittlerweile in Rostock gelandet ist. Ja, da kommt ein langer Ball auf ihn, und Mockenhaupt steht irgendwie schlecht oder bewegt sich blöd dahin und lässt sich dann von Königs, der auch ziemlich massiv ist, dann halt ein bisschen abdrängen. Und der wurschtelt den dann irgendwie so halb im Fallen dann noch an Kolke dann vorbei zum 2-1. Eigentlich auch ein völlig vermeidbares Tor. Also wenn das war noch schlimmer wie das erste. Ich sag mal, wenn du so einen scharf gedrehten Freistoß, einer dann den Spieler so einen Tacken hinten dran ist, das kann passieren. Aber das Ding darf halt überhaupt nicht passieren. Ja. Mockenhaupt steht ja richtig. Er hat ja auch Vorsprung, nur er läuft dann komplett irgendwie, entweder den Ball falsch eingeschätzt oder ich weiß nicht, was er da gemacht oder gedacht hat, aber ja, mein Königs hat natürlich auch noch Glück, dass er das Ding da so reinwurschtelt, oder der Kicker steht im Fallen artistisch, aber das... Ja, artistisch, ja, es ist sehr schmeichelhaft, ja. Aber gut, er hat natürlich den Zweikampf letztlich sehr gut geführt. Ja, ja, klar, ich meine, alles regulär, gar keine Frage. Ja, das war natürlich, da hast du wieder zwei individuelle Fehler, wie die ganze Zeit, was die ganze Zeit da passiert ist. Und Königs hat aber gejubelt, ne? Ziemlich sogar. Königs ist so ein Unsympath, aber das kommt ja auch nochmal später dann. Ja. Gut. Zweite Halbzeit. Hast du noch Erinnerungen an das Spiel, Sonja? Ja, jetzt, wo du so fragst, habe ich sie leider doch wieder. Also ich meine, ich kann mich jetzt noch an das große Finale dann zum Schluss denken, aber wie war die zweite Halbzeit? Och Gott, wie war alles bis dahin? Was? Ja, Micha weiß es. Ja, also ich fand die zweite Halbzeit, da hat Rostock versucht, den Vorsprung zu verwalten. Oder haben sie letztlich ja auch lange Zeit. Und also ich fand, dass sie die zweite Halbzeit dann auch mit den entsprechenden Anweisungen dann schon die klar bessere Mannschaft waren. Hattest auch ein paar Chancen. Gut, war dann alles nicht zwingend genug. Und du hast die jetzt auch nicht nur hinten reingedrückt, aber wie gesagt, es war jetzt nicht zwingend erforderlich, dass wir auf jeden Fall noch ausgleichen, aber
es war dann letztlich verdient, fand ich das. Ja. Unentschieden. Genau. Das, genau, ein Freistoß. Darauf habe ich schon lange gewartet, dass Moritz Kuhn mal trifft. Tat er tatsächlich auch, wobei man muss natürlich sagen, das Foul, was da gepfiffen wurde an Schmidt, er fällt da sehr schnell. So, wenn man es jetzt ganz genau anschaut, sieht es eigentlich sogar schon aus, als würde er fallen, bevor er getroffen wird. Ne? Also, wenn es bei dem 2-2 geblieben wäre, glaube ich, hätten sich die Rostocker nicht zu Unrecht darüber beschwert. Also wahrscheinlich haben sie sich auch so beschwert, habe ich jetzt nicht mehr nachverfolgt. Ja, das war das Tolle, dass letztlich, also im Endeffekt war es ja so, dass in der 88. dieser oder in der 87. der Freischuss gepfiffen wurde und Kuhn den dann ja da geil reingeschweißt hat. Es war jetzt auch, ich meine, klar, es war eine gefährliche Situation, aber es war jetzt nicht so, dass der ja drin sein muss. Und letztlich wurde dann ja in der Nachberichterstattung von der Telekom dann immer so schön aufgerechnet, ja, das war ja kein Freischuss und das war ja kein Elfer und dann gleicht sich das ja aus. Naja. Ich finde halt, Schmidt, klar hebt er ab, bevor er getroffen wird, aber ich finde halt schon, dass der Verteidiger halt auch so hingeht, dass er den Ball nicht spielen kann, weil Schmidt einfach dazwischen steht und Schmidt wird hier angespielt und natürlich kann man dann als Schiri sagen, okay, wenn er vorher schon fällt dann oder abhebt, dann pfeife ich es nicht, aber letztlich war der Kontakt ja da auch nicht unvermeidbar in meinen Augen und klar, vom Kontakt muss man jetzt auch nicht fallen, aber ja, also ich fand es jetzt nicht dramatisch, dass er es gepfiffen hat. Hm. So. Ja, das ist halt genau das Ding, das fand ich nämlich auch, weil, also wenn wir uns jetzt mal an diese krasse Szene damals mit Mockenhaupt gegen Regensburg erinnern, der ja sozusagen ein Foul begeht an jemanden, der schon liegt, das ist ja auch ein Foul. Also selbst wenn der vorher abhebt, dann muss der Schiedsrichter Schwalbe pfeifen, wenn er das so sieht. Und ansonsten ist die Szene bis dahin nicht abgepfiffen und er rammt ihn halt um, ob der jetzt schon halb am Boden liegt oder nicht. Genau. Ja. Ja. Wenn er ihn halt nicht trifft und er einfach hinfällt, klar, dann schnappt sich Rostock den Ball und macht es 3-1 wahrscheinlich. Aber ja, also wie gesagt, der Mann hat ja gar keine, der Rostock hat ja gar keine Chance, den Ball zu spielen, meiner Meinung nach. Und da ist das frühere Abheben nicht so entscheidend. Aber gut, das war geil, bis es eben dann in die Nachspielzeit ging. Ja. Genau, dann gab es da, da flog dann ein Ball in den Strafraum, den dann irgendjemand versucht zu klären. Das gibt so eine Boglampe. Ich weiß nicht mehr genau, von wem der Ball dann kam. Es gab eine Flanke von rechts und Mockenhaupt. Oder der hält den Fuß dann rein, Dev. Ja. Grätscht so und kommt halt an den Ball. Dummerweise genau so, dass es eben so eine Bogenlampe Richtung, ja, Richtung Auslinie im 16er halt geht. Und dann läuft Kolke natürlich hin, Königs auch. Ja, Kolke hat die Arme oben, weil er natürlich. Ja, Königs hat natürlich einen Reichweitenvorteil, klar. Genau, Königs weiß ja dann auch, dass er keine Chance hat. Ich meine, selbst wenn er vor Kolke an den Ball gekommen wäre, ich meine, er hätte ihn ja irgendwie in den Strafraum köpfen können. Ob das jetzt dann, klar, wenn der Torwart draußen ist und Rostock an den Ball. Aber gut, im Endeffekt wusste Königs, die beste Chance, die ich habe, ich bleibe stehen, lass mich von Kolke berühren und fall hin. So hat er es auch gemacht. Kolke hatte die Arme oben, ist jetzt auch nicht im Vollsprint gelaufen, ist halt einfach Richtung Ball. Königs lässt sich dann fallen nach dem Kontakt und der Schiri pfeift halt Elfmeter, ja, Katastrophe. Ja, war schon, es war schon ziemlich bitter. Die Freude über den späten Ausgleich war dann dahin, nachdem dann Kolke zur Abwechslung mal in Elfe nicht hält. Das ist ja so ein bisschen der Nimbus jetzt dahin. Hat vor 2 Jahren, erinnern wir uns ja noch, da hat er, ich weiß nicht, ich glaube 6 von 7 Elfmetern oder irgendwas gehalten. Und letztes Jahr gab es, glaube ich, nur einen einzigen, den wir bekommen haben. Den hat er auch gehalten. Und dieses Jahr ist der erste gleich drin. So ein Ärger. Ja, ich glaube, zum einen ist die Quote halt auch tatsächlich schwierig. Zum anderen ist es vielleicht dann auch so, wenn du, er hat sicherlich, auch wenn er es versucht hat, aber er hat, nachdem er sich da so aufregt, und er weiß ja auch, es ist die Nachspielzeit, danach passiert nicht mehr viel, und es war, er hat es ja sozusagen begangen, und ich glaube, dann ist es sauschwierig, dass du dich dann wieder so konzentrierst. Und ich meine, klar, wenn der Spieler dich verlädt oder wie auch immer du dich für die falsche Ecke entscheidest, hast du eh Pech, aber ich glaube, das spielt halt dann schon auch eine Rolle. Ne? Wenn dann, das ist eine andere Situation, wie wenn jetzt Mockenhaupt den gefault hätte oder wie auch immer und
Kolke dann gesagt hat, okay, scheiße, Elfmeter, aber ich hau den jetzt raus. Ja, vielleicht. Okay. Auffällig war da in dem Spiel noch Jules Schwadorf nach seiner Rückkehr, nach seiner kleinen disziplinarischen Auszeit. Vor allem in der ersten Halbzeit war der richtig gut. Ja. 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 War sehr aktiv. Genau. Okay, aber unterm Strich eine Niederlage. Nicht schön, nachdem er gerade ein paar Tage zuvor zu Hause gegen Cottbus verloren hatte. Und dann, wie das halt in englischen Wochen so ist, 3 Tage später schon wieder das nächste Spiel, samstags wieder Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Ja. Entschuldigung, vielleicht noch kurz zum Rostock-Spiel. Ja. Nach dem Spiel gab es ja noch, also ich fand drei, also gut, das eine war, dass Königs dann ja auch in dem Interview gesagt hat, von wegen, ja, ist mir scheißegal, Hauptsache wir haben gewonnen. Und dann hat sich aber Hock noch mit so einem Ordner angelegt. Ach ja, genau. Da ist ja dann, also Christian Hock, der Sportdirektor, meinte, dass der Ordner auf einen der Spieler losgegangen wäre. Die Schlagzeile bei diversen Printmedien oder war dann eigentlich nur, dass der Sportdirektor auf Security-Mitarbeiter losgeht. Auf jeden Fall hat er den da mal dann, gab es dann ein kurzes Gerangel zwischen unserem Sportdirektor und dem Ordner. Man muss dazu sagen, unser Sportdirektor hat ungefähr, weiß nicht, 1,74 Meter oder sowas und der Ordner war so knapp 1,90, würde ich sagen. Ich glaube, der hat auch da unsere, ich glaube, der wollte, ich weiß jetzt nicht, ob er da Mockenhaupt beschützen wollte oder Kolke, aber nein, war es ja auch irgendwas Kleines. Aber man hat da auch nicht mehr gehört, wer denn da jetzt angeblich angegriffen worden sei oder sonst irgendwie belästigt von dem Ordner. Die Rostocker haben sich, glaube ich, jetzt auch nicht großartig beschwert. Denen war es dann ziemlich wurscht. Hauptsache, die hatten gewonnen. Ja. Und der Trainer war dann ja noch ziemlich angesäuert und hat dann ja im Interview nach dem Spiel da auch sich einfach aufgeregt, dass man nicht jeden Kontakt einfach pfeifen muss. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul, beziehungsweise nicht jeder Kontakt ist ein Kontakt, wegen dem man auch fallen muss. Und das ist ja so ein, damit hat er natürlich recht. Ich kann das auch verstehen und ich fand es auch gut, dass die dann alle so aufgewühlt waren, weil es wäre ja auch komisch sonst. Ja. Aber da haben sie schon ziemlich, ziemlich ausgeteilt und sich aufgeregt und ja. Man könnte auch sagen, die Nerven lagen blank. Ja. Ja, ich meine, das war der 2/3 von der englischen Woche und du hattest noch keinen Punkt. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Dann springen wir zum Braunschweig-Spiel. Oder? Einverstanden? Ja. Gut. Also, wieder Heimspiel. Zu Gast der Absteiger aus Braunschweig. Scheffler war wieder zurück im Team nach seiner Verletzungspause. Knöchel zwar noch dick, aber es ging wohl irgendwie. Ja. Sonja, was lief? Erstmal vorm Spiel hat man natürlich eine gute Nachricht. Ja, für dich war es nicht so interessant, aber. Was war für mich nicht interessant? Naja, Markus Hankam hat anlässlich seines 50. Geburtstags so. Alle Fans des SVW in Wiesbaden auf ein Bier eingeladen. Vor allem ein Bier, wenn ich dran denke, wie oft der Micha irgendwie mit Nachschub da wieder im Block kam. Ja, er hat halt für die anderen was gebracht. Ihr habt alle mein Bier mitgetrunken. Ja, mehrfach. Also im Endeffekt war es halt einverstanden, dass es zwar so da, aber man es gab das ganze Spiel über Freibier, ja. Also sowohl vor, ja, als auch während, als auch noch nach dem Spiel. Das war natürlich aufgrund, also nachdem jetzt die Preiserhöhung ja angekündigt war, schon mal ganz nett auch. Ja. So zum Ausgleich. Letzte Chance doch mal, muss man nochmal zuschlagen, genau. Ja, okay, zum Sportlichen. Ja, super. Scheffler, habe ich gerade erwähnt, war wieder dabei und Modica kam in die Innenverteidigung, Mockenhaupt musste raus. Da habe ich überlegt, ist das jetzt nur irgendwie hier so Rotation wegen englischer Woche, um da mal so ein bisschen die Kräfte zu schonen, oder Mockenhaupt auch für seinen Fehler ein bisschen abgestraft? Was hattet ihr für einen Eindruck?
Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Mix aus beidem war. Weil, also, du sagst jetzt für einen Fehler abgestraft. Ich fand ihn relativ unsicher einfach in den Spielen davor Ja, auch. Also war jetzt nicht nur eine Szene. genau, also eigentlich schon in den Spielen vorher auch schon einige blöde Szenen drin gehabt. Also längst, hatten wir schon gesagt, schon die Woche vorher, also längst nicht so stark wie in der Vorsaison, also da mit Ruprecht, der nahezu unüberwindbar war. Hatte dann auch einige Schnitzer jetzt drin. Also er hat mir ja auch schon zum Ende der Rückrunde nicht mehr gefallen. Vielleicht hat mir da der Ruprecht gefehlt. Ja, also weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, das Spiel, das Ding in Rostock, das war so, dass das vielleicht das i-Tüpfelchen, wo dann der Trainer gesagt hat, so jetzt Vielleicht braucht er mal eine kann Pause. ich nicht mehr anders, jetzt muss ich auch mal reagieren, damit er merkt, hier, es geht jetzt auch nicht alles. Ja. Genau. Ja, Modica mit seinem ersten Einsatz für uns. Und ja, das ging eigentlich ganz munter los. Ging einigermaßen hin und her. Und dann ja, ist es gerade Modica, der irgendwie im Aufbauspiel ein bisschen ungeschickt agiert, als er Schmidt anspielt. Aber da war schon klar, der wird gleich gepresst vom Gegner. Und da war der Ball dann weg. Schneller Angriff für Braunschweig und das 1 zu 0. Ja, das war auch kein guter Ball. Also der hat ihn noch nicht mal, also er hat ihn jetzt nicht, er hat ihn in Bedrängnis schlecht angespielt. So, in Erinnerung. Pass war schlecht und dann war er dann auch einen Schritt zu spät beim Verteidigen. Also da haben sie irgendwie auch, irgendwie habe ich dann auch im Artikel dann danach gelesen, so von wegen, ja, das Pressing von Braunschweig und bla bla, aber im Endeffekt war das einfach nur ein mieses Aufbauspiel von uns. Und ja. Also hast du ja 4-5-1 gespielt, weil Brandstetter war ja draußen auch. Ja, genau, Schmidt wieder dann so mit einer hängenden Spitze. Und Wachs war ja wieder für Minzel drin, also hattest du wieder so ein paar frische Leute dann. Sofern man das bei Schäffler dann auch sagen kann. Ja. War angeschlagen, wie er war. Und ja, ich fand, Braunschweig hat generell recht wenig gemacht in der ersten Halbzeit. Oder wie habt ihr das in Erinnerung? Aber ich fand jetzt, dass Braunschweig erstmal jetzt so hat sich so angefühlt, als wäre es 0-0 erstmal okay und sie gucken erstmal, dass sie jetzt hinten nichts zulassen. So war so mein Ja, Eindruck. ich hatte schon, ich meine, es gibt schon ein paar Chancen für beide Mannschaften Ja. irgendwie so, aber jetzt nicht so die Riesendinger. Ja, genau. Also es, ja, genau. Ja. Also du hast halt dann den Fehler gemacht und das hat denen natürlich dann nochmal in die Karten gespielt. Da musste natürlich auch nicht viel ändern, zumal es ja dann direkt nach der Pause schlecht weiterging für uns. Ja, eigentlich. So direkt aus nach der Pause dachte man erstmal wieder, okay, wie schon so oft, Rehm hat sie angepfiffen und sie kommen gleich mit Schwung raus. Aber der Schwung hielt halt auch nur irgendwie 2 Minuten und dann stand es schon 0-2. Ja, auch ein kurioses Tor. Das war Also ein extrem dummes Tor. dieser Freistoß, ne, Sonja? Ja, also es war ein Freistoß, glaube ich, so irgendwo an der Kante zum Strafraum schon, so am Rand, so fast so diese Position von Toni Kroos im Schwedenspiel. Ja. War dann aber, also im Schwedenspiel wurde der ja, haben die den ja ausgeführt erst, also so angetippt. In dem Fall hat Bulut, war das, glaube ich, von Braunschweig, den einfach direkt reingeschossen. Ja, die Schweden hat Und natürlich auch zwar. mehrere Leute da in der Mauer drin stehen. Genau, das ist es nämlich. Wir hatten, glaube ich, erst eine Zwei-Mann-Mauer und dann hat Kolke zu. Was ist Schwadorf, er? glaube Oder ich. Schwadorf, Ja. einer von beiden, irgendwie gesagt, ah nee, stimmt, Rovca stand noch in der Schussbahn und kam nicht dran. Genau, da hat Kolke da einen noch rausgeholt aus der Mauer und genau an der Stelle ging dann eigentlich der Ball vorbei und direkt ins Tor durch mehrere Leute durch. Das war Ja. halt sehr, sehr doof. Allerdings, ja. Im Prinzip auch schon wieder so ein ziemlich vermeidbares Tor. Aber das zog sich ja so durch die ersten Wochen jetzt hin. Also von den ganzen Gegentreffern waren die meisten eigentlich schon ziemlich dämlich. Ich meine, klar, Gegentor ist immer blöd, aber manchmal hat der Gegner halt auch einfach gut gemacht oder sonst irgendwie. Da kann man irgendwie nichts sagen. Aber das waren jetzt schon einige damit dabei, wo du denkst, boah, das hätte echt nicht sein müssen. Ja, also es ist natürlich gut gemacht, wenn der genau diese Lücke auch sieht und nimmt, ja, aber es war schon, also ihm diese Lücke zu bieten, ist ja schon sehr dilettantisch Da dann. Ja. waren aber halt schon auch so viele Leute im Strafraum, dass der jetzt auch nicht so kommen muss. Ne? Also das kann der vielleicht dann sehen, aber wenn der den schießt, dann ist ja Bewegung im Strafraum. Also das muss ja dann auch nicht klappen.
Ja gut, aber ich meine, wenn du den nur fest genug da reinschießt, dann kann es auch gut sein, dass dann halt einer dann... Ah, dann wird er abgeprallt. Ja. Schießt ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Mir ist aber auch generell aufgefallen, dass ich habe ja, guck, also die Zusammenfassung von den anderen Spielen, dass generell sehr viele direkte Freistoßtore fallen. Mhm. Also jetzt nicht nur bei uns, war ja letztens gegen Rostock von uns und da jetzt Braunschweig, also generell auch schöne direkt und auch viele so kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit. Ja, genau. Also zum einen, dass es gibt viele späte Tore, spielentscheidende Tore auch. Auch da später noch mehr. Aber ja, das sind mir so zwei Punkte, die mir aufgefallen sind. Also es gegen Ende viele Tore fallen und auch viele direkte Freistöße, ja. Hm. Ja, 0-2. Schlecht. Ich hatte schon tatsächlich wieder wenig Hoffnung, aber mit unseren ist ja immer zu rechnen. Auch wenn sie mit zwei Toren hinten liegen. Und dann hatten wir tatsächlich auch mal ein bisschen Glück, als dann auch auf Braunschweiger Seite gepatzt wurde. Als der Torwart da so einen Ball einfach, ja, was heißt einfach fallen lässt. Irgendwie rempelt so ein bisschen mit einem eigenen Mitspieler zusammen und dabei fällt ihm der Ball aus der Hand. Genau. Ja, Schäffler steht da und schießt einfach mal direkt rein. Gut, dass der Schäffler wieder da war. Genau. Da hatte man Hoffnung. Da hat man wieder Hoffnung. Aber ja, keine Ahnung, 10 Minuten später. Wie wird das? Achso, genau, langer Ball. Sonja, magst du es noch kurz schildern? Hast du es noch vor Augen? Ja, ich glaube, also bevor dieser lange Ball kam, war es, glaube ich, ein Abschlag von Kolke, der irgendwo hingeht, wo kein Mensch steht. Und Kolke, wir alle rufen so, warum spielst du den da hin, wenn da keiner steht? Und Kolke bleibt kurz irgendwie im Strafraum stehen und macht beide Arme hoch, so von wegen, ja, warum geht denn da keiner hin, wo ich hinspiele? Und irgendwie bleibt er dann einen Moment zu lange so stehen, zumindest war das meine Wahrnehmung. Und dann kommt der lange Ball zurück von den Braunschweigern. Und dann fängt er irgendwann erst an zu reagieren und dahin zu laufen und kommt irgendwie vorm Stürmer noch so gerade an den Ball und schießt dann aber Kuhn an, der halt mit zurückgeeilt war. Und dadurch haben sie sich so slapstick-mäßig beide behindert und dann hat der Kollege von Braunschweig den dann auch, wobei der Winkel war gar nicht so einfach, ne? Der hat ihn dann irgendwie noch so unter die Latte gehämmert. Aber ja, oder an den Pfosten oder sowas, halt ne? So, ja, ja, wir haben ja, ihn ja. Dann halt so mehr oder weniger vorgelegt. Ja. Ja. Durch dieses ja, genau, Zusammenrumpeln. Kuhn, ja. Hat halt das Laufduell mit dem Amundsen und ja, Kolke kommt raus, ist ja noch vor beiden am Ball, aber trifft halt dann wirklich genau Kuhn und dann prallt er dem Stürmer natürlich auch noch direkt wieder vor die Füße und der knallt ihn dann noch da an den Innenpfosten. Also, ja, ja. Winkel, ja. Also, ja, ich fand halt trotzdem, dass Kolke diese Sekunde gefehlt hat. Also hatte ich so den Eindruck. Ja, klar, aber das ist das eine. Nur trotzdem ist er ja immer noch am Ball. Also, ja, ja, klar. Aber dann wird es halt alles schon enger, ne? Ja, genau. Dann schifft er wirklich den eigenen Mann. Dann prallt er noch zum Stürmer und der hat dann auch noch Glück beim Abschluss. Also gut, ja. Da kam halt so viel zusammen, was alles nicht hätte sein müssen. Kolke war da bislang in mehreren Spielen halt nicht so. Nicht nur nicht so souverän wie sonst, sondern halt einfach auch an Gegentoren beteiligt. Mhm. Was man in der Form und in der Häufigkeit nicht gewohnt ist. Ja, muss man auch mal erwähnen, das stimmt. Ja, 3-1, noch eine Viertelstunde zu spielen. Aber, wie schon angedeutet, unter Rehm gibt es kein Aufgeben, bevor der Schiedsrichter abpfeift. Und, oder das. Ja, gut, muss Rehm dann an der Stelle von draußen nicht mehr viel machen, das hat die Mannschaft schon so drin. Und dann kam tatsächlich mal ein richtig schöner Angriff. Ich glaube, das ging von Schönfeld aus, der so den Ball in den Strafraum oder Schäffler dort anspielt. Und der spielt direkt mit der Hacke weiter. Und ich glaube, bevor Schönfeld sozusagen da in die Gasse läuft, ist Andrist schon da und das hat vielleicht auch so ein bisschen für die Verwunderung dann beim gegnerischen Torwart gesorgt und schießt einfach direkt ins kurze Eck. Das war dann so die 86. Minute, 2-3. Und dann wurde natürlich nochmal gedrückt da auf den Ausgleich. Genau, also es war ja so, dass Kieré kam ja schon zur Halbzeit für Lorch. Mhm. Und dann hat er ja dann auch noch, gut, Schönfeld kam rein wieder für Schmidt. Das war ja der
der oft durchvollzogene Zentrum. Und dann kam noch Schipnowski auch für Schwadow. So hat er dann eben dann versucht, eben nochmal da entsprechend Druck zu machen. Und dann war es ja natürlich so, klar, wenn du dann kurz vor Schluss das 2-3 machst, dann geben die Zuschauer nochmal mehr Gas, die halt da sind. Und ja, dann war es ja so, dass in der, also im Mittelkreis oder so, da hat ja dann der Amundsen, der das 3-1 gemacht hat, kam dann zu spät, hat, ich weiß es gerade da nicht mehr, wen er gefoult hat, aber er hat sich da gelb-rot abgeholt und das war irgendwie in der 92. Und aus diesem Freistoß ist dann letztlich ja auch dann das 3-3 gefallen. Also den haben sie dann, da ist Kolke mit nach vorne gegangen, dann haben sie den Ball von dem, ja halt von der Mittellinie oder was, vorne reingeschlagen, dann wurde er irgendwie nochmal abgewehrt, dann haben sie irgendwie nochmal versucht und letztlich landet er dann bei Wachs, der dann da drauf schießt und ja, Ball landet dann aber bei Kieré, der den dann stoppt. Aber allerdings war natürlich schwierig zu stoppen. Der Ball geht dann so nach oben oder nimmt er den Fuß recht hoch, um den Ball noch vor dem heranstürmenden Braunschweiger Verteidiger so nochmal wegzulupfen, der dann auch zum Glück nicht durchzieht und wegbleibt so ein bisschen und dadurch, dass er so mit einem feinen Füßchen gemacht war. Und dann so aus der Bewegung schließt er dann halt ab und geht rein, was bei uns keiner gesehen hat. Das stimmt. Das war ja auf der gegnerischen Seite und irgendwie war da so viel los im Strafraum. Naja, standen ja fast alle im Strafraum, ja. Ja, und man hat dann auch irgendwie nur gemerkt, da war noch, der kam dann, ich glaube, der war noch abgefälscht und der Torwart war noch dran. Ja, ja, der war noch so mit einer Hand noch so dran, aber es war die Distanz zu kurz, den konnte er nicht richtig abwehren, ja. Ja, genau, und dann hat der Kieré sein Salto gemacht oder halbes Rad oder was er da macht und dann, ich habe das auch nochmal bei einer Zusammenfassung gesehen. Also da steht ja Kolke tatsächlich im Abseits. Bei dem Schuss von Bach. Kolke steht im Abseits und bei Kieré ist es auch ganz hauchzart. Okay. Dass er vielleicht gerade so nicht drin steht. Aber und ja, also das war natürlich ein grandioses Ende, ja. Ja. Auch wenn es nur ein Punkt war, aber ja, es war eigentlich noch gar nicht das Ende. Dann flog ja noch tatsächlich noch so ein, zwei Mal der Ball noch so in den Strafraum dann. Also das Spiel lief ja noch ein bisschen. Stimmt, stimmt. Also richtig gefährlich wurde es nicht mehr, aber zumindest, ich sag mal, wenn es ganz arg läuft, wir wären noch mal da gewesen irgendwie, wenn dann, keine Ahnung, Himmel und Erde zusammenfallen, dann fällt ja sogar noch das 4-3, aber auch das 3-3 war natürlich dann schon großartig. Ich glaube, es gab eine Flanke, wo einer den nur so knapp verpasst und wenn der den trifft, ja, dann... ich glaube, Schipnowski ist irgendwie so knapp vorbeigerutscht, ja, genau, an einem noch. Ja, irgendwie so. Ja. Das war natürlich zumindest ein Punkt dann in der englischen Woche, ja. Genau, also Zwischenbilanz in der Liga nach 4 Spielen noch nicht so berauschend. Ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist natürlich eher noch dünn, 9 Gegentore schon. Ich hatte mal nachgeschaut, das waren in der letzten Saison, haben wir dazu, ich glaube, bis zum 14. Spieltag gebraucht, bis wir dann 9 Gegentore hatten. Ja, also sind die Ansatzpunkte zumindest schon mal klar fürs Trainerteam. Ja, wobei ich fand jetzt, dass sie, auch wenn das vielleicht komisch klingt, ich fand, die haben gar nicht so schlecht defensiv gestanden. Es waren halt dann einfach nur diese individuellen Fehler. Ja, aber. Ich habe eine Frage: Ist das jetzt ein Ticken fehlendes Matchglück? Ist es jetzt nicht? Also, es fehlt vielleicht noch ein bisschen an der Abstimmung. Vielleicht fehlt es auch noch mal ein bisschen an den letzten 2% Konzentration. Und letztlich ist es dann auch ein bisschen natürlich die individuelle Klasse, die du halt entweder hast oder nicht. Und zumal es jetzt auch nicht so war, dass jetzt nur einer gepatzt hat. Ja, es war Mockenhaupt mal dran, dann war Wachs, war das ja gegen Cottbus, Modica gegen Braunschweig, Kolke immer mal noch dabei. Es ging ja da wirklich, Minzel, wie gesagt, auch mit Aktien da in Rostock. Also da waren ja so viele immer mal einmal beteiligt, aber ist natürlich dann ja doch immer gleich ein Tor. Ja. Aber wir lassen insgesamt nicht so viele Chancen zu, finde ich. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt. Man muss halt da bei den Standards besser aufpassen. Und ja, wie gesagt, wenn der Kolke Normalform hat und du die Standards besser verteidigst, kassierst du halb so viele Tore.
mal pausen. Ja, okay. Genau. Also, ja, könnte man sagen, wenn da die, ich sag mal, die Konzentration und vielleicht auch ein, ja, ein Ideechen weniger Pech einfach dann zusammenkommen, sollten wir da die Anzahl der Gegentore deutlich reduzieren können, schon in kurzer Zeit. Wäre das jetzt so deine Aussage? Ja, wie gesagt, man kann es jetzt nicht nur darauf, ich würde es jetzt nicht nur auf Pech, aber wie gesagt, es muss allen klar sein, dass es eben nochmal ein bisschen mehr Konzentration sein muss. Und natürlich muss der Trainer dann eben auch sehen, was ist die beste Abwehr, ja? Und also Wachs ist jetzt eher so ein Wackelkandidat für mich noch. Was mich für mich halt überraschend ist, hätte ich jetzt vorher nie gedacht, dass es vor 3 Monaten oder 2 Monaten, dass ich das sage, aber für mich ist Reddemann ganz klar der beste Verteidiger, den wir momentan haben. Ja, stimme ich zu. Und so eine starke Entwicklung genommen. Na, siehst du, da freue ich mich, dass ich da meine Hoffnung bestätigt habe, dass auch mit jetzt mit jedem weiteren Spiel, was er macht, kommt noch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch dazu, also das oder Selbstsicherheit, ne? Das ist ja nachvollziehbar. Also ich finde, da lohnt sich tatsächlich, wenn man mal auch so ein bisschen an einem jungen Spieler festhält und ihm die Chance gibt. Das war schon extrem lange festgehalten, ne? Aber es ist super, dass sich das jetzt endlich auszahlt. Er war ja davor, diese starken Szenen oder so hatte er ja immer, aber er hatte immer dann so Aussetzer drin. Und die hat er jetzt nicht mehr. Genau. Das finde ich den entscheidenden Unterschied. Genau, ja. Er wirkt jetzt einfach, er wirkt souveräner, er wirkt abgeklärter. Ich meine, der begann ja, wie der Gunnar ja sagte, letztes Jahr hat er auch das erste Tor gemacht. Und klar, manchmal hast du einfach so Dinge, da hast du dann so ein bisschen Pech und dann bist du noch jung und dann machst du dir vielleicht eher mal Gedanken und dann kommt so das eins zum anderen. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob er da vielleicht was geändert hat, aber nö, wie gesagt, also ich finde, er ist momentan der einzige unumstrittene Verteidiger. Gut, Kuhn ist natürlich auf rechts auch gesetzt, aber der lebt ja auch mehr von seinem Offensivdrang, als der ist jetzt defensiv auch nicht top. Ich finde, er ist defensiv okay und offensiv halt sehr gut und das ist in der Kombination natürlich insgesamt ein guter Außenverteidiger, aber so defensiv, finde ich, ist er der Stärkste auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gut, genau, über den er da verdrängt hat, Steven Ruprecht, über den sprechen wir gleich noch. Aber jetzt kommt erst nochmal unser bisheriges Saison-Highlight, nämlich das DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli vom vergangenen Freitag. Oder wolltet ihr jetzt noch was zum Braunschweig-Spiel noch ergänzen? Nee. Gut. Also, genau, wir wollen ja auch hier, wollen es ja auch nicht zu lange machen. Haben wir ja vorgenommen, dass wir nicht zu lange quatschen. Also, Freitagabend, Flutlicht, der Kultclub von der Reeperbahn reist an. Finde ich schön, immer so diese Stanzen, die da immer so ausgepackt werden. Die Kiezkicker nennt sich Kiezkicker. Ja, Kiezkicker ist gut, ne? Aber auf jeden Fall hatten wir vorher schon gesagt, ein attraktives Los. Also es ist ein überwiegend sympathischer Verein mit großer Anhängerschaft. Und aber trotzdem auch noch, wo man auch vorher schon sagen kann, wenn es gut läuft, haben wir eine Chance, so als gegen den Zweitligisten. Und ja, wie sich dann rausstellte, waren sogar knapp über 10.000 Zuschauer da. Das fand ich doch eine gute Zahl. Ich meine, klar, ausverkauft wären doch schöner, aber dass es tatsächlich fünfstellig geworden ist, fand ich gut. Entsprechend natürlich auch schon vorm Spiel großer Rummel rund im Stadion. Fast so, wie wir es letztes Jahr schon gegen Schalke ja gesehen haben. Und ja, sportlich hat man wieder dieselbe Aufstellung wie im allerersten Spiel gegen Aalen. Also sprich mit Wachs und Schipnowski links, Redemann, Mockenhaupt, Kuhn in der Mitte, Morfza und Schönfeld. Rechts dann Andres, wobei Andres und Schipnowski hatten, glaube ich, eher die Seiten getauscht. Ne? Naja, und vorne jedenfalls Brandstätte und Schäffler. So.
Und das ging eigentlich auch ganz gut los. Also schon die ersten paar Minuten hast du schon gleich gemerkt, wen versteckt sich nicht. Möchte einer von euch übernehmen? Also ich fand, das ist so gerade so die ersten 5 bis 10 Minuten warst du ganz gut und dann hat aber Pauli auch relativ schnell das Spiel offen gestaltet. Ich fand, es war jetzt ein Spiel auf Augenhöhe, was ja immer gut ist für den klassentieferen Verein, wenn du den anderen Verein auf dein Niveau ziehst oder dich eben auf deren Niveau hangelst. Und ja, ich glaube, es gab so einen ersten Versuch von Andrist, so aus der Distanz, so den er dann etwas verzieht oder vorbei, ja, zu weit zirkelt. Ja, gut, also richtig gefährlich wurde Pauli jetzt am Anfang nicht, oder? Nö, ich meine, sie waren vielleicht optisch ein bisschen gefälliger so nach einer Weile, aber richtig gefährlich wurde es jetzt auch nicht so. Nach ein, zwei Ecken, glaube ich, die sind mal da so reingesegelt. Ecken hatten sie relativ viele. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau. Die Endfallbilanz war krass, ja. Ja, aber ich glaube, so, weiß nicht, so was, die zweite, dritte Ecke irgendwie, da flog mal zwischendurch so ein Ball dann einmal so quer durch den Strafraum, wo du dachtest, Huf, ne, wenn da doch einer irgendwie rechtzeitig den Huf dran kriegt. Ja. Aber gut. Ja, und dann hatten wir unsere erste Ecke, so nach einer halben Stunde. Die wird nicht richtig verteidigt, fällt Reddemann vor die Füße und der schiebt den auch einfach mal aus ein paar Metern rein, ne? Ja, eigentlich steht ja, Reddemann steht ja so ein bisschen erstmal im Weg, weil Mockenhaupt kommt ja an diesen Kopfball und er köpft ja Richtung Tor, was wahrscheinlich völlig ungefährlich gewesen wäre und der prallt dann so ein bisschen an Reddemann und der aber auch am allerschnellsten reagiert, also zumindest bevor St. Pauli da irgendwie reagieren kann und den dann halt reinschießt. Also es war so eine lustige Kooperation von unserer Innenverteidigung eigentlich. Mhm. Weil ich habe mich gefragt, als ich dann auch nochmal die Wiederholung geguckt habe, köpft Mockenhaupt den Ball wirklich aufs Tor? Weil ich glaube, er versucht es, oder? Ja, er versucht es auf jeden Fall, aber ich glaube, Reddemann steht mehr neben ihm, als dass er vor ihm steht. Und ich weiß, glaube nicht, dass der Kopfball von Mockenhaupt ehrlich gesagt aufs Tor kam. Aber gut, er köpft halt erstmal komplett zum Kopfball, was ja gut ist. Ja. Köpft dann Reddemann an den Rücken oder was? Der merkt das dann eben und ja, dotzt er halt und dann schiebt dann mal eben rein. Ja, ich meine, das ist natürlich ja, für Pauli eine Katastrophe. Ich meine, das A, der muss ja immer gucken, dass da jemand an den Ball kommt und dann auch noch, dass der Ball aufdotzt und da ist keiner noch nicht mal da, um den Ball zu blocken. Das, ja, gut. Da hatten wir einfach ein bisschen Glück. Ja, na klar, ich meine, gut. So ist es, ja, genau. Aber das haben sie tatsächlich da nicht gut verteidigt. Ja. Ich meine, dass das so lange da der Ball da im quasi an der Fünferkante da irgendwie rumfallen kann. Ja, mit dem 1-0 ging es auch in die Pause. Ist sonst noch irgendwas vor der Pause noch, was wir jetzt noch unbedingt erwähnen wollten? Also mir nichts in Erinnerung geblieben. Ich glaube nicht, ne? Nö, wir haben Abpfeifen gebrüllt, aber der Schiri hat leider nicht auf uns gehört. Ja, genau. Und dann war natürlich so das Pausengespräch so von wegen, ja, jetzt möglichst lange das 1-0 halten und dann werden sie irgendwann dann aufmachen müssen und dann gibt es einen Konter. Das war so der Plan, der naive Plan. Hat genau 3 Minuten gehalten. Oder nee, wie lang war es? Bitte? 5 Minuten hat es gehalten. 5 Minuten hat es gehalten, ja genau. Und dann ebenfalls nach einer Ecke fiel dann der Ausgleich für St. Pauli. Ich glaube, da hatte Schönfeld hat da die Hereingabe im Prinzip verlängert, weil er halt irgendwie auch versucht halt mit dem Kopf halt ranzugehen. Und der Ball landet dann direkt beim Spieler von St. Pauli. Wer war es? Neudecker, der den halt dann direkt reinzimmert. Ja. Ja, das war ziemlich katastrophal vom Schönfeld, weil genau das, so eine Kopfballverlängerung ist ein Traum für jeden Stürmer oder für jeden, der da offensiv beteiligt ist. Genau das willst du, dass der Ball eben nochmal so verlängert wird. Ja, das war natürlich dann sehr unglücklich. Ich meine, er war da im Zweikampf, also im Kopfballduell, aber ja, es war die 8. Ecke dann schon für Pauli in der 50. Minute. ja. Genau. 1-1. Ja, das war ein ziemlicher
Jetzt kein Stimmungskiller, aber man hat dann schon so gehört, so, oh, das war so, war ganz, also so kurz, so direkt nach der Pause, so ein Gegentor ist ganz schlecht. Ja. Es kam uns zu früh, uns allen, da waren wir uns, glaube ich, einig. Ja, ja. Aber schon ein paar Minuten später hätte es eigentlich schon wieder 2-1 stehen können. War eigentlich ein schöner Angriff, wo Brandstätter aber dann irgendwie den Abschluss dann so ein bisschen vermasselt. Also halt nicht fest genug und ein bisschen zu zentral auf den Torwart schießt. Das war eigentlich eine richtig gute Chance. Das war ein super Pass. Also Brandstätter läuft, ist dann im Strafraum ja und also fast schon am Elfmeterpunkt ungefähr oder? Ja, so etwa, ja. Er ist nicht weit weg vom Tor, also er läuft halt, der Ball kommt genau im richtigen Moment und er muss dann eben nur, schießt ihn auch direkt, aber kriegt halt überhaupt keinen Druck rein, er ist da auch in hohem Tempo, aber da hätte man natürlich in so einer Partie gesagt, dass so Chancen darfst du nicht liegen lassen eigentlich, ne? Ja, da hat man dann auch noch dann so geunkt, hoffentlich wird er nicht noch lange über diese vergebene Chance hadern. Aber gut, hätte wenn und aber, müssen wir jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Dann war es eigentlich so chancenmäßig dann eine Weile eher ruhig. Irgendwann habe ich da mal aufgeguckt und plötzlich war es schon 75. Minute. Ja, der Dings, dieser Möller-Deli hat ja dann noch einen ganz guten Schuss rausgehauen, den Kolke dann so, also jetzt weiß ich, ob es Winkel war, aber so. Ja, zumindest streckt er sich, ja. Ja, den kannst du schon halten und da kannst du auch schön fliegen, aber war ein ganz guter Schuss und ja, ich glaube bei uns, weiß nicht, hat Andres auch nochmal eine Chance gehabt. Ja, dann vor allem dann gegen... War schon so die Schlussviertelstunde, ja. Genau, und dann so kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, dann wird es dann richtig wild. Das war, ja genau, da war erst wieder einmal der, wie heißt der, Fährmann, glaube ich, oder den sie jetzt gerade neu geholt haben. Oder so ganz lange, ja, der ist irgendwie, ich glaube, 2 Meter oder so. Der war da einmal plötzlich frei vor Kolke und dieser wieder glänzend pariert. Dann direkt eine Minute später Andres ganz frei und bringt das Ding nicht rein. Das war ein super Pass vom Kieré, ne? War der auch vom Kieré, der war dann mittlerweile eingewechselt worden, genau. Der war sowieso wieder ganz stark, als der reinkam. Also Andres steht wirklich allein vom Torwart im 16er und schafft es dann leider. Ja, der hatte noch Zeit und versucht dann halt irgendwie um ihn herumzuziehen. Aber der bleibt halt noch. Man hat ihn aus N6, hat man ihn denken sehen. Ja, ich glaube, er wollte halt gucken, wo sich der Torwart hinbewegt, aber der hat den Gefallen nicht getan. Der ist halt einfach lange stehen geblieben und hat sich groß gemacht und konnte den Ball dann halt auch so abwehren dadurch. Andres hatte leider kein Tempo aufgenommen, also war klar, dass er schießt und dann musste er halt auch schießen irgendwann. Ja, ja. Naja, gut, ich meine. Wäre ein Lupfer gewesen, aber okay. Ja, aber ich meine, auch direkt vom Torwart, also ich meine, es wäre schon noch immer noch genug Platz gewesen, auch wenn der Torwart sich breit macht, der dann an ihm vorbeikommt, aber okay, so war es dann halt. Auf der Gegenseite ja wieder die Riesenschuhe. Wieder nochmal, genau, das war alles so im Abstand von jeweils vielleicht einer Minute oder sowas, wo wir da auch nochmal schwer durchgeatmet haben. Ich glaube, wieder Fährmann, ne, oder? Ja, das war zweimal der gleiche. Ja, genau, ne. Ich glaube, einmal musste Redemann links raus, weil Wachs gefehlt hat und dann wurde er dann eben von dem Stall geschickt und dann hat in der Mitte wieder, kam auch wieder einer zu spät. Ich weiß nicht, ob er beim ersten Mal gepennt hatte, aber da hast du dann schon gemerkt, dass so, also ich fand so, je länger das Spiel ging, so die letzte halbe Stunde hast du, oder die letzten 20 Minuten auf jeden Fall, hast du bei unseren Jungs schon gemerkt, dass so die Kräfte nachlassen. Also da hatte ich so gedacht, so ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir da noch ein Tor schießen wollen. Mhm. Weil Pauli da jetzt da schon auch mehr Spielkontrolle hatte und den fitteren Eindruck machte. So zumindest bis es dann eben abgepfiffen wurde in der 90. Genau. Dann entsprechend Verlängerung. Dann haben wir dann auch zum ersten Mal vierte Wechsel gesehen. Also beziehungsweise wir hatten erst zwei zu dem Zeitpunkt, aber dann... Dann kam dann noch. Wer kam denn als Dritter? Wir hatten vorher Schmidt. Minzel kam als Dritter. Ja, genau, richtig, genau. Minzel war der dritte Wechsel dann. Das,
also Schmidt kam ja vorher schon für Schönfeld, wie immer. Genau. Und Kyrie für Schipnowski. Genau. Und also, dass er Wachs rausgenommen hat, das fand ich auch ganz wichtig, weil der war wirklich so am, da auch wieder am Wackeln, fand ich. Ja. Da war ich relativ froh, auch wenn das so ein Wechsel ist, wo du denkst, okay, jetzt wechselst du einen Linksverteidiger für einen Linksverteidiger, aber ja, es war trotzdem gut und du hattest ja dann noch einen Wechsel zum Glück. Genau, ja, und ich hatte schon den Eindruck, dass wenn es gefährlich wurde, dann eher so über die Seite von Wachs. Also der hat ein paar Mal, hat er echt Mühe gehabt. Ja, außerdem ist Alf ja auch genau der richtige Typ für solche Momente. Also für so. Ja, dafür ist der geschaffen. Ja, er war ja dann auch direkt beteiligt dann irgendwie kurz nachdem er reinkam, als er im Mittelfeld da halt einen Zweikampf führt. Wie man später dann so in den TV-Bildern dann sieht, hätte man da auch Foul pfeifen können. Ne? Also er bedrängt dann Gegenspieler und trifft, glaube ich, den Ball eher nicht. Hat ein Glück, der Schiedsrichter hat es nicht so bewertet. Und aus der Situation wird dann Andres steil geschickt und diesmal kommt er nicht in die Verlegenheit, abschließen zu müssen, sondern wird so halb umgerannt. Und es gibt Elfmeter. Wie habt ihr so die Szene mit Alf gesehen? Also ich meine, im Spiel raus oder von unserer Tribüne aus konnte man natürlich nicht bewerten, ob das jetzt faul war oder nicht. Genau, also aus dem Spiel raus habe ich auch einfach nur gesehen, dass da eben der Ball gewonnen wurde. Und da hat Pauli dann ja auch, also es war dann praktisch für Pauli ein Ballverlust im Spielaufbau. Und das haben wir dann eiskalt ausgenutzt, wie gesagt, direkt steil geschickt. Und ich glaube, der Elfmeterpfiff war dann unstrittig. Ja, also das glaube ich, da gibt es nicht viel für tun. Also, ist ein bisschen blöd jetzt dann für den Verteidiger gelaufen, aber letztendlich er läuft man halt so ein bisschen in die Beine und er kommt halt dadurch dann halt zum Fallen. Ne? Das ist so, damit, ja. Ja. Hat ja auch dann gelb gesehen, das war ja dann okay. Bei Minzel, das war halt wirklich so, der Schiri stand ja relativ gut und hatte da freie Sicht, meine ich. Minzel spielt den Ball nicht und von daher war es eigentlich ein Foul. Der Ball springt dann aber, glaube ich, von dem Spieler trotzdem weg. Also entweder dachte der Schiri Minzel hat den Ball gespielt oder er hat es halt tatsächlich nicht als Foul bewertet, das Eingreifen. Hm. Das hat ihm dann nicht gereicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist dann halt vielleicht so dieses bisschen Matchglück, was man da halt vielleicht mal braucht. Genau. Ja. Das, was der gegen Schalke halt nicht hattest letztes Jahr, wurde dann eben auch ein Tor kassiert, was nicht hätte fallen dürfen. Ja. Was die Schiri abpfeifen müssen. War natürlich geil. Führt. Und dann haben sie direkt nachgelegt. Ja, also kann man noch dazu sagen, Schäffler, obwohl er dann halt ja quasi auf die St. Pauli Gästetribüne, die natürlich voll war, schießt. Das macht dem nix. Der schießt den ganz souverän da rein. Also Torwart keine Chance. Muss erstmal reinschießen, ja. Ja, ja. Ja, apropos Elfmeter, das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Kurz vor der Ende der ersten Halbzeit, da war auch so eine Situation, wo der Ball zu uns in den Strafraum fliegt, irgendwie Kolke so im Moment zögert, dann rauskommt und den Ball halt mit den Händen irgendwie abwehrt, aber dabei halt dann auch Alagui erwischt. Da haben die St. Paulis dann auch mal ein bisschen nach Elfmeter geschrien, oder zumindest kurz. Also Ende der ersten Halbzeit. Ende der ersten Halbzeit, ja. Ja. Warst du doch dann sogar raus, oder? Oder zumindest wurde zur Halbzeit ausgewechselt? Der wurde dann ausgewechselt, ja. Der wurde auch eine Weile behandelt, also die sind wohl da einigermaßen, oder Kolke hat da wohl ein bisschen mit abgeräumt, aber ich meine, glücklicherweise war er einigermaßen deutlich zuerst am Ball, sodass halt unstrittig war, dass es also ich meine, das höchstens irgendwie, wenn es besonders grob gewesen wäre, keine Ahnung, wenn das Knie hochzieht oder sowas und dann am Kopf trifft oder sowas, ja, dann kann es natürlich dann auch für das grobe Spiel dann, wie sagt man? Ja. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also allein dafür dann schon einen Freistoß geben, beziehungsweise in dem Fall dann einen Strafstoß. Aber da hat man auch ein bisschen Glück, ein kleines bisschen. Gut, für den Allergie kam ja dann dieser Fährmann rein und Allergie hatte ja vor dem Spiel so ein sympathisches Interview gegeben. Ja, stimmt. Pauli Vereins TV, wo er meinte, dass seine Meinung, die ja auch viele teilen,
Der SVW ja so ein Traditionsverein ist, der in die zweite Liga gehört. Ja, das sage ich seit 10 Jahren. Er hat wörtlich gesagt, der SVW in Wiesbaden ist ein Traditionsverein. Ja. Das ist ein deutlicher Unterschied ist. Ja, guter Mann. Guter Mann. Ja. Auf jeden Fall hat er, ja, genau, dann macht Schäffler das Ding rein zum 2-1. Mhm. Und dann kriegen sie nochmal die dritte Luft, die Jungs. Ja, also ich meine, Kire, der auch erst eingewechselt wurde, der war natürlich dann noch frisch und der ist sowieso mit seiner Geschwindigkeit und auch hohen oder sehr guten Technik am Ball natürlich schon ein Knaller. Also er hat dann den Ball erobert und in der gleichen Bewegung sich am Verteidiger vorbeigelegt, kommt mit Tempo von rechts rein, spielt Brandstätte an, der aber nicht zum Abschluss kommt, sondern mit dem Rücken zum Tor wird bedrängt. Der kann noch gerade noch so rüberspitzeln auf Schmidt und der schießt aus kurzer Distanz dann zum 3-1. Ja, dann war wirklich Moment Ekstase angesagt, würde ich sagen, so ein Block. Ja, ja, das habe ich mir auch nochmal angeguckt in der Wiederholung, also in der Zusammenfassung, dass da den Ballgewinn, der kommt ja von Schäffler. Also Schäffler, das war so auch in der. Ja, beziehungsweise der halbfreie Ball, den schnappt sich dann halt Kire. Ja, genau, aber Schäffler ist in dem Zweikampf so, dass der Ball dann frei ist und dass sich Kire den schnappen kann. Und ich habe dann nur geguckt, Schäffler bleibt dann auch einfach stehen. Ja. Der konnte nicht mehr. Schäffler hat den Ball gewonnen und hat es ab dem Moment verfolgt, was passiert mit den Augen. Und genau, Kire zieht dann halt dann da rein und Schmidt, der ist auf der Höhe von Schäffler, aber der geht eben nach vorne. Klar, der wurde ja auch eingewechselt. Ja. Und der Abschluss war dann aber auch sehr überlegt dann, ne? Ja, ja, hatten schon mit Auge dann da reingeschossen. Ja, Schäffler muss man sowieso dazu sagen, der hat relativ weit zurückhängend gespielt. Also Brandstätter war so eigentlich so die Spitze vorne drin. Schäffler hat sich ziemlich tief fallen lassen und ist da auch viele Wege eigentlich gegangen. So im Mittelfeld hat auch relativ viele Zweikämpfe da geführt. Und eher geguckt auch, dass er dann halt mal so seine schnelleren Kollegen dann irgendwie einsetzt dann auf Außen. Das war vermutlich irgendwie Teil der Taktik. Ja, das war aber auch unfassbar, was Brandstätter und Schäffler dann auch in der Verlängerung dann noch abreißen an defensiven Laufwegen. Ja, auf jeden Fall bist du dann ja mit dem 3-1 in die erneute Pause gegangen. Genau, es ist ja eigentlich nur eine kurze, aber ja. Ja, aber gut, dann gab es nochmal den Seitenwechsel eben und es sind ja alle Tore auf die Pauli-Kurve gefallen. Mhm. Die haben wir alle nur aus der Distanz gesehen, ja. Aber gut. Ja, im Endeffekt, ja, hat Pauli. Beziehungsweise du hast das 3-2, glaube ich, dann gar nicht mehr gesehen, weil du warst gerade beim Bier holen, oder? Ja, ich wollte, aber da war es dann ja so. Also es war ja jetzt eh so, dass sie jetzt umgestellt haben. Jetzt kam ja die, wir hatten ja gesagt, gegen Pauli ist die Preiserhöhung da. Und war dann jetzt auch so, dass, also, ja, und ich glaube, also wie es halt immer so ist, wenn mehr los ist, sind die ja dann immer überfordert beim Catering. Da war es dann halt auch so, dass irgendwie. Ja, da haben sie dann nur noch das. Ich weiß nicht, ob die Fässer alle leer waren oder wie auch immer. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Und na gut, ich bin dann da irgendwann, hab's dann abgebrochen. Also bin dann ohne Getränke wieder hochgekommen. Ich wollte auch nicht nur Bier holen, ich wollte auch Cola holen und so ein Kram. Aber hab's dann abgebrochen, weil es mir dann doch zu spannend war. Hab dann gesehen, dass es 3-2 steht. Also ich habe das jetzt auch so stimmungsmäßig draußen gar nicht mitbekommen. Okay. Wo ich eigentlich gedacht hätte, das dachte ich eigentlich, kriegt man in irgendeiner Form auch mit, auch wenn es für Pauli ist. Aber gut. Gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele Tore du schon wegen Bier holen verpasst hast? 2. In dieser Saison? Ich glaube generell, weil. Ja, nee, in München war auch mal 1 bei 60, aber das habe ich da auf dem Screen gesehen dann. Okay. Ich glaube, unser Kumpel Holger, der hat eine schlechtere Quote. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich das 2-3 gegen Braunschweig verpasst und jetzt gegen Pauli. Wobei wir jetzt gegen Braunschweig dachte ich eigentlich auch wirklich nicht, dass. Da war ich, glaube ich, am Klo. War es mir dann auch irgendwie nicht mehr so. Es bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig. Ja, da habe ich aber nicht mehr dran geglaubt einfach. Und ja, gut, da gebe ich dem Herrn Handkammer auch ein bisschen die Schuld gegen Braunschweig. Ja, gut, jetzt gegen Pauli. Wie gesagt, ich habe es dann ja auch
abgebrochen, weil es mir dann zu doof war. Aber dein Kumpel hatte dann ja mehr Erfolg am anderen Stand. Ja, genau. Der hat ein paar mitgebracht. Ja. Ja, im Endeffekt, gut. Das war dann auch wieder so das 3-2. Wenn ich da so gucke, dann Mockenhaupt, der dann einfach auch stehen bleibt. Ich meine, okay, es war ein anstrengendes Spiel und so, aber dann kommt halt die Flanke und er guckt dann halt einfach nur hinterher, wo dann halt der eine Paulianer köpft und der andere staubt dann ab, wo Kolke noch pariert. Da wünsche ich mir vom Innenverteidiger auch mehr Bewegung eigentlich, auch wenn es jetzt klar anstrengend war. Ja. Lars Mockenhaupt, der hat ein echt gutes Spiel gemacht. Das muss man sagen. Der hat sich auf jeden Fall wieder gesteigert. Der ja. Viel abgeräumt. Also Reddemann auch. Die haben beide wahnsinnig, was die da rausgeköpft und rausgegrätscht haben. Also war schon gut. Das war vom Stellungsspiel und von Zweikampf, das war von beiden top, ja. Ja. Und gut. Danach, klar, Pauli nochmal alles nach vorne geworfen. Aber so viel ist dann auch nicht mehr passiert. Oder? Nö, dann, ich meine, klar, dass die letzten 10 Minuten, da flogen eigentlich nur noch dann die Bälle in den Strafraum, aber so richtig krass wurde es eigentlich nicht mehr. Im Gegenteil, wir hatten dann halt noch dann, weiß nicht, in der 120. oder irgendwas dann noch eine Mega-Chance dann irgendwie dann zum 4-2, aber das war egal, weil kurz danach war dann auch Abpfiff. Genau. Das war richtig cool. Und ja. Ich würde auch sagen, so von den Fans, ich hätte jetzt gesagt, es war ungefähr so hälftig, aber vielleicht so oder 60-40 doch für uns. Also ja, ich glaube, es waren schon. Waren doch, ja. Aber es waren insgesamt ja schon natürlich viele Paulianer da, die haben ja überall ihre Leute und das ist ja das Geile bei dem Pokalspiel. Du musst dann wirklich gucken, dass du rechtzeitig da bist, damit du so zu deinem Stammplatz kannst. Es ist natürlich sehr viel mehr los. Es gibt Leute, die vorm Stadion Schals verkaufen. 10 Pfandsammler statt 2. ja. Und, die Bierschlange ist unendlich. Ja, genau. Du musst halt eigentlich auch dein Konsumverhalten planen im Stadion. Und all das, was wir aus der Liga nicht kennen, ja. Ja, genau. Und ja, da kommen halt auch wirklich Leute so ins Stadion, die ich so kenne und die halt sagen, ja, ne, oh, Pokal, komm ich mal, ja. Ja, naja, klar. Gut, ich meine, ich habe auch noch ein paar mitgebracht, die sonst nur selten da sind. So ist das, klar. Ich hab übrigens gerade zufällig bei Kicker das Torschussverhältnis gesehen. Okay. 19, 26. 19 zu 26 Tore. Ja. Ja, Torschüsse. Das ist ja geil. Das ist cool. Ja. Sehr gut. Da waren wir sehr viel effektiver. Ja. Ja, jedenfalls richtig großes Ding. Eigentlich ein sehr, sehr geiles Spiel. Und natürlich dann halt mit dem glücklicheren Ende dann für uns. Wie schon im letzten Jahr geht's in die zweite Runde. Das ist ja jedes Mal ein großer Erfolg. So oft sind wir auch gar nicht im Pokal dabei. Als dass wir uns nicht über einen Einzug in die zweite Runde noch, dass wir uns darüber nicht freuen würden. Genau. Auslosung ist nächste Woche Sonntag erst. Ich glaube 18 Uhr da irgendwie in diese Sportschau wahrscheinlich dann, ne? Ja gut, die spielen ja bis montags und dann. Genau. Also es sind. Das ist ja erst Ende Oktober, von daher ist ja noch ein bisschen Zeit. Das stimmt. Was so ein bisschen schade ist, wenn wir jetzt mal auf hohem Niveau jammern wollen, ist so ein paar so Zweitligisten sind schon ausgeschieden, die wir uns auch so als Gegner hätten vielleicht wünschen können. Ne? Ja, aber ich habe eben nochmal geguckt. Es gibt schon noch ein paar. Ja, es sind schon noch genug da. Also, Wollen wir gerade einen Wunschgegner benennen? Wir sind ja weder Trainer noch Spieler, wir dürfen das ja. Ja, auf jeden Fall. Können wir einmal und wir können auch unsere Hörer mal aufrufen. Schreibt uns doch mal, wen wünscht ihr euch für die zweite Runde? Es ist ja noch genug Zeit bis dahin. Können wir dann in der nächsten, naja, die nächste Folge wird natürlich erst nach der Auslosung dann aufgegriffen, aber wir können ja trotzdem ja vielleicht mal ein bisschen Diskussion da starten. Sonja, fang mal an. Wen hättest du denn gerne? Da ich sie gesehen habe und sie schon gegen Fünftligisten Schwierigkeiten hatten, aber trotzdem ein attraktiver Name sind, wäre ich für den HSV. HSV dann kam ja. könnten wir auch gleich das Hamburg-Doppel sozusagen perfekt machen. Ja, die kam ja am Freitagabend auch schon so aus Jux in den Sinn. Da dachte ich, oh, Moment, erstmal abwarten, ob die weiterkommen. Ja, okay, Micha? Ich bin für den MSV Duisburg. Duisburg, okay.
Duisburg ist gerade so weitergekommen mit 1-0 gegen wo haben wir sie? Gegen Dassendorf. Mhm. Ein Oberligist aus Hamburg. Ich glaube einfach, dass Duisburg es schwer haben wird in der zweiten Liga. Und erst dachte ich Darmstadt, aber Darmstadt haben wir auch irgendwie keine gute Bilanz, glaube ich. Also Darmstadt wäre auch cool, weil das die Hütte bestimmt auch ziemlich voll würde. Ja, aber mit Darmstädtern ist doch nicht schön. Nee, genau deshalb. Also ich bin für Duisburg, weil ich will, dass wir noch eine Runde weiterkommen. Und da haben wir, glaube ich, mit Duisburg die größten Chancen bei entsprechender Leistung. Unsere Jungs natürlich. Ja, also ich hätte auch... Das Paderborn werden von letztem Jahr. Weil Paderborn ist ja auch weit gekommen, aber die hatten halt auch immer nur schlagbare Zweitligisten. Ja. Lange Zeit, die ersten Runden. Paderborn ist ein gutes Stichwort. Die müssen ja morgen Abend noch spielen. Da wissen wir jetzt noch nicht, ob die in der zweiten Runde sind oder nicht, aber das wäre natürlich insofern schön, weil wir hier vom Padercast ja ein paar Bekannte haben, die würden wir natürlich gerne hier in der Britta Arena begrüßen. Das wäre auf jeden Fall eine nette Partie. HSV hätte ich auch gut gefunden, das hat Sonja schon gesagt, dann wünsche ich mir aber jetzt mal Union Berlin. Wäre auch gut. Eigentlich auch ganz cool, ist auch ein ganz cooler Club. Wir treffen auf 1 bis 2 alte Bekannte. Ich habe jetzt heute festgestellt, dass Florian Hübner jetzt, der im Sommer dahin gewechselt ist, der war ja bei Hannover 96, spielt jetzt bei Union und Fabian Schönheim ist auch immer noch da, momentan zwar verletzt, wie er glaube ich schon öfter verletzt war die letzten Jahre, aber es wäre doch cool, wenn wir da 2 alte Bekannte wieder treffen. Genau, und so viele Drittligisten sind ja auch nicht weiter, außer uns nur Rostock. Bislang? Ja, Karlsruhe ist, glaube ich, hier mit einer tüchtigen Packung rausgegangen. Karlsruhe und Lautern, ja, Lautern hat auch ganz schön. Oh ja, Lautern auch, ja. Und 60 hat zwar geführt, ist aber dann trotzdem noch, hat trotzdem noch gegen Kiel verloren. Ja, Jena ist raus. Ja, eben gegen Union, genau. Ja. Gut, also Braunschweig und Cottbus spielen noch morgen. Mhm. Aber ich spiele auch gegen Bundesligisten, von daher. Ich denke, mehr wie 3 Drittligisten werden es nicht sein. Aber es sind ja auch noch ein paar Regionalligisten dabei. Aber gegen die können wir ja nicht drankommen, ne? Nee, ich glaube, in der zweiten Runde werden auch noch Töpfe gebildet. Ja, genau. Ich glaube, dann ab dem Achtelfinale wird dann offen gelost. Weil dann aber getauschtes Heimrecht, oder? Ja, wobei, wenn wir dann jetzt gegen einen anderen Drittligisten oder Amateurverein kämen, da hätten wir dann immer noch Pech. Die Chance ist ja dann nicht mehr so. Nee, da wird es nicht mehr allzu viele geben, sofern wir überhaupt in die dritte Runde kommen. Aber ja. Achtelfinale in Flensburg wäre natürlich heiß. Ach du lieber Himmel. Dann irgendwie, wann ist denn das Achtelfinale? Ist das noch im Winter dann, ne? Ist das nicht häufig irgendwie so im Dezember, irgendwie so die dritte Runde? Warte mal. Ich gerne mal vor Weihnachten. Finale, ja. Anfang Februar. Okay, das heißt nach der Winterpause. Oh, gut. Da würde man ja mit einem Sieg noch würde man im Pokal überwintern. Geil. Neues Ziel. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran. Und gucken mal. Ganz kurz nur, was als nächstes passiert. Es geht jetzt natürlich in der Liga weiter. Wir haben schon wieder ein Heimspiel. Am kommenden Samstag gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und dann die Woche drauf geht's nach Würzburg. Und dann ist Länderspielpause. Endlich Länderspielpause. Da freuen wir uns immer drüber. Und ich denke mal, während der Länderspielpause machen wir dann die nächste Folge. Das heißt, mehr als diese 2 Spiele blicken wir jetzt auch mal nicht voraus. Ja, wir haben halt wieder auch Zeit für ein Dreier in der Liga, aber vielleicht gibt ja jetzt auch dieser Pokalerfolg ein bisschen Rückenwind. Und ich meine, wir hatten jetzt auch immerhin dann über eine Woche dann jetzt zum Erholen. Also ich sag mal, die 120 Minuten sollten bis dahin wieder aus den Knochen raus sein. Okay, dann sprechen wir doch nochmal hier über 1-2 Sachen. Steven Ruprecht müssen wir thematisieren. Es wird den meisten aufgefallen sein, der war jetzt die Saison noch nicht einmal im Kader. Ich glaube, das letzte Mal haben wir ihn jetzt in dem Freundschaftsspiel gegen die Eintracht gesehen. Da wurde er eingewechselt. Da kam er aber auch als einziger ganz spät, ne? Ja, der kam da so ganz spät, genau.
Da war das Spiel eigentlich alle schon im Eimer. Alle anderen waren schon eingewechselt und er kam dann als letzter kurz vor Schluss, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau weiß ich nicht mehr, aber irgendwann weit in der zweiten Halbzeit jedenfalls, ja. Ja, wir hatten es ja neulich schon mal gemutmaßt und wir haben da für die Vermutung noch ein bisschen Futter bekommen. Also irgendwas muss da vorgefallen sein. Ende der letzten Saison wohl schon. Da war wohl auch schon so ein bisschen abgemeldet. Und ja, scheint jetzt ziemlich auf dem Abstellgleis zu sein. Was hältst du davon, Sonja? Schade. Ja, sportlich stimme ich dir da auf jeden Fall mal zu. Ich meine, er hat ja über große Teile der letzten Saison zusammen mit Mockenhaupt eine bärenstarke Abwehr gebildet oder Innenverteidigung gebildet und war ja somit ein Erfolgsfaktor auf jeden Fall. Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, was da los war. Es ist völlig schwierig für uns nachzuvollziehen, weil also unser letzter Eindruck ist, dass die einfach letztes Jahr gerade in der Hinrunde so ein geiles Duo waren in der Innenverteidigung und dass er dann halt irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und es war ja auch erstmal diese Vermutung, ist der jetzt vielleicht noch verletzt? So zum Saisonstart hat er ja, glaube ich, irgendwas Kleineres gehabt und dann war er aber immer raus aus dieser Aufzählung. Und er hat vor, weiß ich nicht, anderthalb Wochen oder so, hat er dann ja selber bei Instagram gepostet, so, so irgendwie so ein Trainingsbild gepostet und für alle, die gefragt haben, nein, ich bin nicht verletzt. Da war schon ziemlich, ziemlich offensichtlich, was er damit sagen möchte, ja. Ja, das klang ja auch schon so ein bisschen patzig oder wie auch immer, so, ja, weil natürlich die Leute sich gefragt haben, ja, wo ist der denn? Also, weil ich glaube, unsere Sicht, also von uns dreien ist ja immer noch, wenn der fit ist, ist der einfach ein richtig guter Innenverteidiger. Das ist zumindest unser letzter Eindruck, den wir jetzt hier haben. Und es ist so schwer zu beurteilen, weil wir nicht wissen, was vorgefallen ist. Weil irgendwas muss vorgefallen sein. Also es gab ja tatsächlich dann doch mal eine Spieltags-PK jetzt vor dem Pokalspiel, in der Hock und Rehm dann auch genau danach gefragt wurden, die das aber so abgetan haben, von wegen ja rein sportliche Gründe und der hat es bei uns jetzt schwer, so ungefähr. Das glaube ich einfach nicht. Nee, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum es so sein sollte. Also da müsste er schon sehr stark nachgelassen haben. Genau. Genau, also er war ja, beim Ruprecht gab es ja eigentlich nur, er war verletzt oder er hat Stamm gespielt. Es gab jetzt auch selten mal ein Spiel, wo er eingewechselt wurde, ich glaube eins oder so, aber wenn er einigermaßen fit war, hat er gespielt. Und häufig auch, wenn er gerade direkt aus der Verletzung kam, hat er schon wieder gespielt, ja. Genau, also es kann jetzt, also entweder lässt er sich so hängen, wo ich jetzt nicht wüsste, warum. Es gab ja mal dieses eine Interview, was wir auch mal aufgegriffen haben, wo wir noch so den Witz gemacht haben. Hat ja früher schon in Wehenbettwäsche geschlafen, weil er den, wo man meinte, er fände den Verein damals schon interessant und wollte unbedingt da spielen. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob er das irgendwie ironisch gemeint hat. Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach zu viel hineininterpretiert. Also keine Ahnung, das Tischtuch scheint zerschnitten, weil zwei Innenverteidiger spielen mit Redemann und Mockenhaupt. Dann hast du noch einen Modica. Und ein Dams, wo sie ja gemeint haben, der war in der Vorbereitung verletzt, der ist noch nicht abgeschrieben, sodass er höchstens noch der fünfte Innenverteidiger ist und dafür ist es Quatsch, ihn zu behalten. Da macht es mehr Sinn, ihn dann tatsächlich abzugeben und dass du auch diesen Faktor einfach nicht mehr hast. Weil wenn sie nicht mehr auf ihn setzen, glaube ich jetzt nicht, dass sich daran nochmal groß was ändern wird. Und das haben sie ja mehr oder weniger auch gesagt. Jeder Spieler weiß, woran er ist und der Spieler kann gehen. Ja, das ist wohl die traurige Erkenntnis daraus, dass wir, es wäre wohl eine Überraschung, wenn wir ihn nochmal tatsächlich für uns in einem Pflichtspiel sehen. Das ist halt die Frage, ob der dann jetzt einen Verein findet, der ihm genauso viel zahlt wie hier. Oder ob der sich sagt, gut, das ein Jahr sitzt halt jetzt hier auch noch ab. Ja, er hat ja erst im Frühjahr haben sie ja nochmal verlängert. Ja, der hatte ja immer, glaube ich, jetzt nur einen Jahresvertrag, jetzt die letzten zwei Mal. Aber der Vertrag läuft aus am Ende des Jahres. Ja, genau, aber ich meine, die Verlängerung ist ja jetzt noch nicht ewig her. Das war ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres. Und da waren wir ja noch ganz glücklich miteinander. Und ich nehme an, dass er nicht der schlecht verdienteste Spieler im Kader ist. Von,
Von daher wäre es blöd, wenn man schon wieder so einen Fall hat, dass man halt einen halt noch bis zum Vertragsende dann irgendwie mit durchschleppt. Also jetzt mal vom Finanziellen abgesehen, das ist jetzt mal nicht meine größte Sorge. Aber dass du halt auch ja dann wieder so ein gewisses Konfliktpotenzial dann da hast oder du musst ihn halt wieder irgendwie woanders mit trainieren lassen oder sonst irgendwas. Also das ist ja alles Mist. Es ist halt auch sportlich ziemlich ärgerlich, weil jetzt mal, wenn wir mal vom Pokalspiel absehen, dann brauchst du ihn eigentlich auch total in der Form von letztem Jahr. Also der war ja unbestritten unser Abwehrchef. Er hat dann noch die Elfmeter alle reingeschossen und so. Also das war ja genau der, der eigentlich auch gefehlt hat in den ersten Ligaspielen. Ja. Ja. Ja, blöde Geschichte. Ja, und ich glaube auch, dass das jetzt, gut, vielleicht kommt sportlich noch was dazu, dass er irgendwie, keine Ahnung, gegen Ende so abgebaut oder nicht gut trainiert oder sonst irgendwas hat, aber das war ja nicht der Einzige. Ja, A, das und B, glaube ich, das wird nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Also, naja. Können wir da sonst noch irgendwas Sinnvolles dazu sagen? Nö. Okay. Dann angesichts der doch schon wieder fortgeschrittenen Zeit nochmal im Schnelldurchlauf noch ein paar News. Wir haben noch einen Spielerabgang zu vermelden und zwar Stefan Lorenz verlässt uns auf eigenen Wunsch. Wer den Namen jetzt noch nicht so parat hat, der ist... Wann ist er gekommen? Vor ein oder vor zwei Jahren? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr ist er gekommen in die A-Jugend, aber halt schon direkt mit einem quasi mit einem Anschlussvertrag für die Profis. War dieses Jahr dann offiziell jetzt im Profikader, aber war bis jetzt noch nicht ein einziges Mal im Aufgebot für ein Spiel. Und ja, was jetzt dann die eigenen Gründe sind, ob er jetzt da keine Perspektiven sieht zu spielen oder ob er keinen Bock mehr hat auf A-Jugend. Ich weiß nicht, ob er da noch hätte eingesetzt werden können vom Alter her. Oder ob er irgendwie sich vielleicht beruflich doch anders orientiert, das weiß ich nicht. Habt ihr da noch irgendwas gehört in der Richtung? Nee, gar nichts. Also ich habe jetzt auch nicht gehört, dass er jetzt irgendeinem anderen Verein wechselt. Irgendwo vielleicht eine Klasse niedriger oder sowas. Weiß ich auch nichts. Ja, es wurden ja private Gründe angegeben. Das ist natürlich dann immer, wenn es so ist, dann ist es eben so. Aber es ist jetzt halt wieder ein weiteres junges Talent, das eben den Sprung bei uns nicht geschafft hat. Ja. Und zumindest aber nach Akoto und wer war es noch? Gut, den Torwart haben wir noch, gell? Den, Jan Albrecht, ja. Albrecht, genau. Aber ansonsten die Feldspieler, da waren so mal, sagen wir mal so ein, zwei im Kader, aber irgendwann hat man sich dann doch darauf geeinigt, dass es nichts bringt, ja. Ja. Wäre es jetzt mal schön, wenn es irgendwann klappen würde, aber da die A-Jugend ja wieder abgestiegen ist oder die U19, wird das ja wahrscheinlich noch wieder eine Weile dauern. Ja. An der Stelle wird es sich zwar anbieten, nochmal so ein bisschen generell über die Jugendarbeit und die Durchlässigkeit in dem Profibereich beim SVW in Wiesbaden zu sprechen, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, verschieben wir das aufs nächste Mal. Da haben wir nur zwei Spiele, da können wir das vielleicht nochmal ganz gut diskutieren. Genau, vielleicht sind die Spiele ja auch nicht mehr so aufregend alle. Und man gewinnt einfach mal langweilig 1-0 und man hat das in zwei Minuten besprochen. Ja, vielleicht auch das. Genau. Genau, das will ich sehen und hören. Das wird beides nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Aber gut. Und auch sonst die Jugendklammer mal immer dann für den Rest dieser Sendung aus. Wir werfen dann beim nächsten Mal in der Länderspielpause dann mal einen Blick darauf, wie die sich so in ihren jeweiligen Ligen machen. Ansonsten waren Sonja und ich letzte Woche beim Millerton, das hatten wir schon angekündigt, dem St. Pauli-Podcast. Also die haben das Format vor dem Spiel und nach dem Spiel, wo sie immer mit Fans vom jeweiligen Gegner sprechen. Wir waren jetzt in der vor dem Spiel-Sendung letzte Woche zu Gast. Und morgen Abend gibt es dann die Nachbesprechung. Da werden dann Micha und Sonja uns vertreten. Und das wird es dann wahrscheinlich dann am, weiß ich nicht, Dienstag oder sowas dann in eurem Podcatcher geben, wenn ihr da auch mal reinhören möchtet, was die Kollegen von St. Pauli zu dem Spiel zu sagen haben. Wir verlinken es natürlich auch dann. Genau, das wird dann entsprechend
auf Twitter, Facebook und so weiter, könnt ihr dann sehen, wo es das runterzuladen gibt, falls ihr es nicht eh schon irgendwie den Millern-Ton bei euch abonniert habt. Dann noch einen Nachtrag zur Westtribüne, über die haben wir das letzte Mal schon gesprochen, dass sich das ein bisschen verzögert mit dem Neubau. Das hätten wir eigentlich noch erwähnen können, die alte Westtribüne, das ist ja wie das gesamte Stadion ja so diese Container- und Stahlrohrkonstruktion, die soll wohl an den VSG Altglienicke verkauft werden. Das ist ein Verein in Berlin. Die spielen in der Regionalliga. Was ist das? Regionalliga Nordost, ne? Und deren Stadion entspricht da wohl nicht den Anforderungen. Die sind, glaube ich, momentan irgendwie im Jahn-Sportpark untergebracht. Und da wäre dann wohl dann die Idee, da so eine relativ schnell aufzubauende Tribüne, wird wohl ganz gut passen. Also das ist den Stand, den ich mal gehört habe vor einiger Zeit, dass da unsere alte Tribüne hinwandert. Ja. Wir könnten ja mal so ein paar Sitze markieren. Aber mal gucken, ob wir die dort wiederfindet. Dann gucken, ob wir die da wiederfinden oder irgendwie, dass man so mit Schwarzlicht dann da ins Stadion geht und dann so mal leuchtet. Und oder wir machen jetzt endlich mal Sticker, NEL, und kleben die unter die Sitze. Mal gucken, ob die dann wieder genauso da eingebaut werden. dann sehe ich schon die Ordner beim Altkliniker Heimspiel, so wenn wir da so irgendwie rücklings unter den Sitzen kleben. Hier, was machen Sie da? Ja, was willst du denn da? Stadion verboten. Ja. Genau. Ja. Hast du da schon, Sonja, bei den? Was? Im Stadion. Hast du den Ground schon? Ja, wie Gunnar schon sagte, spielen die ja gerade im Jahn-Sportpark, von daher. Da war ich natürlich schon, aber nicht bei Altklinik. Das ist ja eins der größeren Stadien in Berlin, ne? Die haben ja, glaube ich, so 20.000 Plätze oder sowas, ne? Ja, genau. Ja. Das ist da finden ja auch gerne mal so andere Sachen dann statt. BFC konnte da seine erste Runde nicht spielen. Die sind ja ins Olympiastadion gezogen, weil irgendwie so, weiß nicht, Para-WM, EM, irgendwas im Leichtathletik ist. Aber normalerweise spielen die ja auch da. Da werden auch gerne mal so Erstrundenpokal dann auch ausgetragen oder so. Und ich habe da zum Beispiel auch Hertha gegen Brøndby, dieses Spiel aus der Euroleague-Quali, das fand auch da statt, weil sie gedacht haben, im Olympiastadion ist das verloren. Also das ist so. Ja. Die Zwischengröße, die gerne mal genommen wird. Du klingst jetzt gerade ein bisschen abgehackt. Vielleicht ist das der Hinweis einfach von der Aufnahmeleitung. Wir müssen zum Ende kommen. Ja, restliche News sind jetzt nicht so spannend. Die würde ich sagen, die sparen wir uns. Ich habe hier noch das Stichwort Saisonwetten. Micha, wollen wir eigentlich noch eine Saisonwette machen? Saisonwette? Ja, oder lassen wir das? Ja gut, also ihr hattet ja beim letzten Mal, beziehungsweise bei der Sendung ohne mich, hattet ihr ja jeweils das vorgeschlagen, wo ihr nicht gegeneinander wetten wolltet. Genau. Wir waren einfach der gleichen Meinung. Ja genau, also ich würde mit Sonja die Wette eingehen, dass Scheffler mehr Tore macht als Brandstätter. Ich würde aber auch die Wette eingehen, dass ich denke, dass zwei Spieler mehr Tore schießen als Brandstätter, falls sie das lieber wäre. Also dass Brandstätter höchstens an Nummer 3 ist, was die Torschützen angeht. Ja gut, er hat mich ja schon ziemlich enttäuscht jetzt in den ersten paar Spielen, muss ich dazu sagen. Ne? Gut, dann können wir es auch lassen. Ansonsten hätte ich noch im Angebot, David Blacher trifft zweistellig. Hältst du dagegen, Micha? Ich würde bei dir eine Kombi-Wette machen. Damit du gewinnst, muss Blacher 10-mal oder mehr treffen und Müller 5-mal oder mehr. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann... Bitte? Nur dagegen zu wetten, dass mit der 10-Tore-Wette habe ich schlechte Erfahrungen. Habe ich eigentlich die Bratwurst schon bekommen? Nee. Nee. Na, da haben wir doch ein... Ja. Wir haben ja auch noch nicht im Hessen-Pokalfinale gespielt seitdem. Stimmt. Aber du musst dich nur melden. Okay, gut. Außerdem gab es ja dann auch Freibier und kein Bier. Also es war ja, genau. Also das greifen wir wieder auf, das Thema. Okay, dann halte ich mal fest. Ich habe gewartet, bis die Preise teurer geworden sind. Blacher 10 Tore und Müller 5 Tore. Das habe ich mir jetzt hier gerade mal notiert, dass wir das nicht mehr vergessen. Blacher hat ja, glaube ich, gleich schon im ersten Spiel 1 gemacht, oder? Oder sogar 2? Ja, 1, ne? Meine 1. Ja, ja. Genau, aber gut. Da bin ich optimistisch.
Müller, ja, Müller könnte natürlich schwierig sein, aber okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. Wir werden das verfolgen. Saisonspende hatte ich ja angekündigt, die sieht schon ganz gut aus. Durch die Verdopplung, ja, habe ich gar kein Problem mit. Das gebe ich gerne aus, das Geld. Es kommt ja eh einem guten Zweck zugute. Dadurch, dass wir jetzt dann bei 10 Pflichtspieltoren stehen, die jetzt dann 2 Euro wert sind, und den einem Treffer von Moritz Kuhn, der 5 Euro extra gibt, sind wir schon bei 25 Euro in der Saisonspende. Das geht doch gut los. So. Ach ja, noch eine Ankündigung. Die Sonja ist nächste Woche in der erfreulichen Lage, mal mit Daniel Prosinski sprechen zu dürfen. Ihr werdet euch sicherlich alle erinnern. Er hat ein tolles halbes Jahr bei uns gespielt. Ist schon eine Weile her. Wenn ihr Fragen habt, was ihr gerne wissen möchtet, was wir nicht sowieso schon gefragt hätten, einfach raus damit. Schickt die uns, schreibt die in die Kommentare, schickt es uns per Twitter, Facebook, sonst wie. Völlig egal, wir sehen das alles. Was möchtet ihr von Daniel Prosinski wissen? Ja. Wann hast du deinen Termin, Sonja? Der ist jetzt auf Mittwoch angesetzt, Mittwochmittag. Diese Woche Mittwoch. Genau, soll dann auch ein Audio werden. Also das werden wir dann hier auch abspielen können. Genau, das werden wir dann in der... nicht komplett verkacke. Richtig, also das soll in der nächsten Folge, wollen wir das dann einspielen. Diese Folge wird wohl Montagabend erscheinen. Das heißt, die Leute, die jetzt quasi direkt am Ende die Folge runterladen und sich anhören, die sind jetzt natürlich klar im Vorteil. Die haben noch die Chance, rechtzeitig bis Mittwochmittag Fragen zu schicken. So. Die Hassrubrik, glaube ich, sparen wir uns auch. Wir sind schon wieder bei über anderthalb Stunden. Das Hass, wir können nichts ohne Hassrubrik. Das musst du jetzt machen. Das muss ich jetzt machen. Vor allem ist es ja bezogen auf ein Spiel, was wir gerade haben. Ja, das stimmt. Ich dachte, wir wollen alle ins Bett. Na gut, okay. Also, mach es kurz und hau alles raus. Ich hau alles raus, was mir völlig auf den Zeiger geht. Und da war halt unser Kollege Andrist jetzt mal der konkrete Anlass dafür. Dieses Nicht-Jubeln gegen den Ex-Verein. Das finde ich so eine Marotte, die sich so eingebürgert hat, finde ich ziemlich daneben. Ich meine, wenn einer jetzt, keine Ahnung, aus der Jugend stammt und 10 Jahre da gespielt hat und dann irgendwie dann doch nochmal zurückkommt und dann gegen seine langjährige Liebe da nicht trifft und deswegen dann vielleicht nicht jubelt, okay. Das meinetwegen. Aber bei den meisten Spielern, vor allem in der dritten Liga, die ja irgendwie alle 2 Jahre irgendwie den Verein wechseln, sich dann dahinzustellen und sich quasi noch zu entschuldigen. Also ich meine, wie lange war Antrist in Rostock? Der war auch nur 2 Jahre da, oder? Und das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Und dann macht er da halt ein Tor und dann mit so einer abwertenden Geste irgendwie, oh, mea culpa, sorry, ich muss halt hier, weil es jetzt mein Job ist, aber ich freue mich überhaupt nicht, dass ich jetzt gegen euch getroffen habe. Also was soll denn das? Ja? Ich meine, er muss jetzt da nicht vor deren Fanclub um Fernkurve da ausrasten und sich das Trikot vom Leib reißen und auf den Zaun springen, verlange ich ja nicht. Aber ich meine, man darf sich ja wohl freuen, wenn man ein wichtiges Tor macht. Also bitte. Also ich finde das sehr peinlich. Oder stört euch das nicht? Wie haltet ihr das? Keine ich Meinung? Ist ähnlich. Okay. Nee, völlig richtig. Also ich finde es auch, dass es bei einem Spieler wie Andres, der ja, ist ja glaube ich Schweizer, ne? Ja. Und da ja auch eigentlich nur in der Schweiz gespielt hat und dann 2 Jahre in Rostock war und die dann, gut, da hat er den Vertrag jetzt nicht verlängert, weil er ja glaube ich auch eigentlich in die zweite Liga, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde das auch Banane in dem Fall, weil er hat sich ja nicht nur nicht gefreut, sondern er hat sich ja fast schon geärgert. Ja, oder zumindest so eine entschuldigende Geste gemacht irgendwie. Ja, so mit so abwehrender Hände. Einfach nur seine Teamkollegen in Empfang nimmt und so und eben ja nicht nur dahin rennt, aber ja, im Endeffekt fand ich das auch total unpassend. Aber gut, er hat wahrscheinlich mehr Freunde in Rostock gefunden, als er sie bei uns verloren hat damit, ja. Ja, na gut. Witzigerweise ist es ja so, dass unsere Ex-Spieler, die jubeln ja immer wie Sau gegen uns, ne? Ja, allerdings, ja. Königs hat da jetzt ja nicht gespart mit. Nee, oder ich erinnere mich so gerne an Björn Ziegenbein, der hat ja mehrmals gegen uns getroffen, auch gerade für Rostock. Der hat natürlich dann schon ziemlich gejubelt dann immer. Ja, klar. Hast du nicht auch einige, die du abgegeben hast, wo das nicht so gut lief?
oder die auch einfach wahrscheinlich hier sich nicht richtig den Stellenwert wiedergefunden haben, aber ja. Ja. Es ist immerhin auch mal so, dass wir Spieler haben, die gegen Ex-Vereine treffen und dass das nicht nur uns passiert, das ist ja immer das Schöne noch. Genau. Okay. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende für dieses Mal. Wie gesagt, wenn ihr noch rechtzeitig das gehört habt, schreibt uns Fragen an Daniel Brosinski. Ansonsten könnt ihr euch aber auch gerne in jeglicher anderen Form äußern. iTunes-Rezensionen oder Bewertungen wären auch mal nett. Da geht überhaupt nichts voran. Das muss mal anders werden. Wir wollen in die iTunes-Charts. Genau, wenn ihr wieder ein cooles Intro wollt, sagt Bescheid. Ja, oh, ich habe sogar tatsächlich einen fantastischen Plan für ein cooles Intro, hat aber diesmal nicht rechtzeitig hingehauen. Vielleicht gibt's das nächste Mal. Und mit diesem brillanten Cliffhanger entlasse ich euch in die Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.